So Leute, hallo und herzlich willkommen zu einem Dark Souls 3 Speedrun von Leon für mich. Auf denn, der Gamescom-LAN vor allem. Ja, auf der Gamescom-LAN, true. Denn da begegnen wir uns, mega cool. Es ist ja so, wenn ich Dark Souls durchgespielt habe oder auch Elden Ring, habe ich in der Vergangenheit mir den aktuell krassesten Speedrun angeguckt, mit All Bosses war es, glaube ich, oft. Ja, genau. Und darauf reacted. Ich habe jetzt gerade Dark Souls 3 durchgespielt, ohne DLCs, aber die bearbeiten wir jetzt genau, auch gar nicht. Und Leon hat mich angehauen, er kann actually Speedrun. Jetzt nicht ultra hyper krass, ist jetzt eher so ein Showlauf, sag ja, ich genau, mal. Ja, genau. Wir können ein bisschen drüber quatschen und es wird wahrscheinlich auch nicht alles klappen. Aber ja. Genau. Geil. Ich fand es ja vor allem immer geil, ich habe halt auch dein Projekt immer verfolgt. Ich fand es immer geil, als du die Speedruns angeguckt hast, weil ich bin jemand, ich bin super Speedrunner-Feed, ich bin schon lange immer wieder am Game-Speedrun. Und ich fand es immer geil, aber auch schade, dass du halt immer so mutmaßen musstest, was passiert jetzt gerade im Run. Ja. Und ich habe immer so gedacht, es wäre so geil, wenn du jemanden dabei hättest, der, der dir einfach so einen Input gibt, was passiert da gerade, warum wird es gemacht und vielleicht wissen auch Leute drauf gekommen. Ja. Deswegen war meine Idee, dass ich einfach so meinte, ey Max, wenn du durch bist und Bock hast, ich zeig dir einfach mal und wir quatschen zusammen und machen einfach so ein bisschen das Ganze zusammen. Und ich fühle dir das einfach mal vor und dem Chat auch, weil ich denke mal, Speedruns sind trotzdem sehr nischig einfach grundsätzlich. Voll. Und ich glaube, jeder hat mal einen Speedrun gesehen, genau, so, aber es ist jetzt awesome nicht so, das zieht man sich jeden Tag rein. Oder genau, so. Genau. Ne? Awesome Games Done Quick, Summer Games Done Quick, das sind ja so Sachen, die kennen viele vermutlich. Und da ist es auch, ich würde sagen, schon eines der coolsten Sachen da, sind halt auch einfach diese Couches mit den Leuten, die halt einfach die ganze Zeit erklären, was macht gerade der Run. Ja, das ist richtig geil. Das findet einmal im Jahr statt, ne? Genau, genau. Okay. Wir machen Dark Souls 3. Du hast gesagt, wir machen alle Bosse. All Bosses, no DLC. Da steht auch extra oben im Timer nochmal drin. Weil ich habe die Kategorie damals einfach gelernt, weil ich dachte, ich will erstmal damit anfangen, bevor ich mich auch an die DLCs rantraue, weil ich mache immer gerne so Step by Step. Ja. Bin aber dabei einfach geblieben, weil es mir sehr viel Spaß gemacht hat und es nicht so viele Glitches auch im Run selber gibt. Es gibt klar ein paar, die gehören auch einfach zum Run dazu. Ist nicht jedermanns Fall, ist auch voll fein, finde ich immer. Aber ich finde es immer ganz geil, Speedruns von den Spielen zu lernen, weil es mir dem Spiel ein Replay-Value gibt. Weil ganz oft... Safe. Weil, ne, ich mache auch super gerne so... Generell, man spielt nochmal ein Spiel auf eine ganz andere Art und Weise. Voll. Was ist deine Topzeit? Meine Topzeit ist, glaube ich, so 1:11 ungefähr mal gewesen. Mhm. Das ist aber schon ein paar Jahre her. Ich habe jetzt versucht, immer wieder so ein bisschen Runs zu machen, dass ich einigermaßen drin bin für dich auch. Und genau, ich würde sagen, wir starten einfach mal rein und ich versuche es möglichst viel dabei zu erklären. Du kannst einfach die ganze Zeit Fragen stellen. Ja. Auch Chat kann die ganze Zeit Fragen stellen. Du kannst so grob erklären, lass dich jetzt nicht stressen, konzentriere dich auf das, was du machst. Genau, genau. Und manchmal stelle ich dir vielleicht eine Frage. Yes. Also wir starten mit dem Assassinen. Das hat vor allem den Grund, dass der mit dem Zauberstab und dem Spell Spook startet. Das ist sehr essentiell für den Run. Was macht der Spell? Der Spell ist erstmal grundsätzlich einer, der verhindert Fall Damage. Er macht es ein bisschen so wie bei Elden. Das heißt, du kriegst keinen Fall Damage bis zum Punkt, wo du sterben würdest, dann stirbst du einfach. Okay, krass. Das heißt, du machst nur Fall Damage oder 100%. Okay. Genau, deswegen, das ist unsere Startklasse erstmal. Und als Startgift, ne, das kann man sehr an jedem Begräbnisgeschenk. Starten wir mit dem feurigen Edelstein. Okay. Einfach um so ein bisschen durchs Early Game zu kommen. Ey, ganz ehrlich, jeder zweite Boss in Dark Souls 3 ist doch scheiße für Feuer, right? Ja, Feuer und Elektro. Das ist doch insane. Ich habe das so schnell gemerkt, gefühlt alles, also bei jedem zweiten Boss hat Feuer richtig hart reingekleppt. Ich verstehe und die Standardgegner, die sind, wenn sie eine Schwäche haben, wo sie richtig so staggern, ist auch immer Feuer. Es ist immer das gleiche. Check ich nicht. Das sind brennende Fürsten. Wie können die anfällig gegen Feuer sein? Ja. So, geh mal rein. Den Timer lassen wir einfach so ein bisschen als Metrik mitlaufen, dass ihr auch so ein bisschen rafft, wo wir so zeitlich gerade sind. Wichtig die Zeit, um die, wie ich gerade meinte, mit 1:11, das ist Ingame-Time. Das heißt, da geht es vor allem darum, dass das Spiel quasi nur dann getrackt wird oder die Zeit davon, wenn man wirklich Ingame aktiv ist. Das heißt, wenn man aus dem Game rausquittet, ins Hauptmenü, macht man ja auch in Dark Souls, wenn man den Pfad bringt zum Beispiel möchte in Teil 1. Ja. Einfach das Spiel einmal neu zu laden, dann wird das nicht mit interessieren. Ja. Was ich am Anfang gemacht habe, ich habe hier einmal ausgezogen. Ja. Um schneller zu sein, right? Genau, weil ich bin, das sieht man glaube ich wegen dem Timer gerade nicht genau, aber oben rechts ist der Gewichtszustand. Wir sind bei 13% jetzt. Und unter 30 hast du halt die Fast Roll. Und deswegen wollen wir erstmal unter 30% bleiben. Fürs Early Game wird es schneller und wir haben halt auch die Kontrolle im Spiel. Und wie schlimm war das jetzt, dass du gerade getroffen wurdest? Macht eine halbe Sekunde, ne? wenn man sagt, das ist halt nicht optimal als Pathing und so weiter gewesen, aber es ist grundsätzlich egal. Ja.
Das Gute bei Gandhi ist, den kann man hitten, während er aufsteht, das ist der erste Boss. Ja. Wir machen, geben den direkt 5 Hits mit. Und bewegen uns ein bisschen hinten. Sieht man noch gar nicht die Lebensleiste. Genau, genau, aber der Damage geht trotzdem durch. Das Coole bei dem ist, das ist auch ein Boss, wo man sehr viel strafen kann. Das heißt, man muss nicht alle Attacken rollen. Das schon, aber es gibt immer wieder ein paar, wo man nicht unbedingt rollen muss. Und die Stamina sparen, um halt die Hits zu machen. Ja. Boah, aber den fand ich auch als ersten Boss und so früh echt super knackig. Knackig, ja. Weil der hat halt viele unterschiedliche Attacken schon. Wenn du da an den Straight, den Dings Demon denkst, dann sagst du als ein Hinterkacke dagegen. Plus das halt, ne? Oh, aber schön bis dahin dann und dann genau. Stagger. Der Sandbreak, also der Stagger da ist tatsächlich voll. Den bestimmt hast du einen Hit mit. Und während er dann in Phase 2 okay. geht und da seine Kralle rausholt, ja. gibt ihm zwei aufgeladene R2s, einfach damit er triggert, weil in Dark Souls 3 ist es so, dass wenn Bosse oder ich meine, ich glaube in vielen Souls Games, wenn die Haltung gebrochen ist, macht man einfach Damage an die Gegner. Mike Nair, ja, Game zu laut, das können wir fixen, das ist gar kein Problem, lieber Chat. Ich hoffe, so ist ein bisschen angenehmer für euch. Uns lauter, oh. ja, das, warte mal, okay. Ja. Scheiße, ja, das geht jetzt ein bisschen auf die Zeit. Ja, das ist gar kein Thema. Aber ich booste uns einfach mal. Ja, ja. Um 5. Dann kannst du das Game auch, glaube ich, wieder... Wir so laut wie vorher machen, meinst du? So, Test, hallo. Test ist 1, 2, 3, hallo, hallo. Da geht noch mehr, sorry. Nee, ich habe jetzt was versehen, glaube ich, das Game. Scheiße. Wir können auch nochmal neu starten. Ach, Quatsch. Ja. Ist dann Arbeit für den Cutter. So, wie ist es jetzt? Ist es jetzt irgendwie hallo, besser, hallo. Leute? Chat, ist sind gut, wir jetzt irgendwie lauter? Oh. Sorry, reingetappt. Boah, das war knapp. Okay, könnt ihr nochmal Feedback geben, wie es jetzt mit dem Game ist? Viel besser, geil. Gut. Ja, hier ist ja, wir sind auf der Gamescom dann, wie gesagt, ne? Soundbluss ist nicht optimal. Ich höre Max auch nur so semi-gut. Ja. mit unseren ersten Seelen, die wir haben, kaufen wir direkt bei der Omi hier was. Das ist einmal der Dagger, den brauchen wir für 2 Gebiete. Mhm. Und das Short Sword, das wird so ein bisschen unsere Hauptwaffe sein am Anfang. Und 2 Homeward Bones. Und ich habe ja gesagt, als Starting-Item habe ich das Fire Gem genommen. Und das ist ja eine Besonderheit bei Dark Souls 3 im Vergleich zu anderen Spielen, dass man hier extra Waffen verzaubern kann. Und wir machen das direkt mit dem Fire Gem auf das Short Sword, was wir gerade gekauft haben. Okay. Da ist so ein bisschen unsere Startwaffe wird. Da müssen wir noch die Zuweisung ändern, weil wir brauchen kein Mana. Die Leute, wir hatten ja so ein paar Running Gags im Playthrough. Oma töten. Ja, ja. Emote-Only-Chat jetzt bitte, weil du bist in der Lobby. So ein Scheiß. Ashen One. Bei mir ist so dieses Yes, indeed, wenn man den Run startet, auch so ein Meme geworden, weil es einmal, man hört so oft. Wie oft man halt den Run neu startet, weil ne, der erste Boss war nicht optimal. Let's go. Aber haben wir jetzt hier die Dinos? Ja, bei Emote-Only-Chat jetzt tatsächlich okay. für die Lobby kam. Okay, okay. Was man normalerweise auch macht im Speedrun, das werden wir jetzt nicht machen, weil es für uns irrelevant ist, man quittet an Türen raus. Weil die Tür auf Animation ist recht lang. Das habe ich bei den anderen Dark Souls Games auch schon immer gesehen. Genau, weil ne, es geht wie gesagt nach Ingame-Time. Wenn man raus quittet und wieder rein geht ins Spiel, ist die Tür offen. Aber man hat halt nur 0,5 Sekunden gebraucht, weil man nur die Animation gestartet hat und dann ist man rausgequittet. Für uns, wir gehen es eh nach Realtime, deswegen ist es nicht so wichtig. Aber es sind halt so Kleinigkeiten, womit man halt versucht im Speedrun auch so immer wieder so ein paar Sekunden rauszuholen. Weil jede Tür so 2-3 okay, Sekunden. Das war jetzt wichtig für einen Boss wahrscheinlich, um deine Waffe zu boosten. Genau, das ist das Gold Pattern Resin, das werden wir jetzt brauchen. Und das wird auch für den ersten, sag ich mal, wichtigeren Trick benutzt. Das ist der sogenannte Tumble Buff. Hier kommt ja eigentlich der Drache. Genau, hier können wir erstmal einfach durchlaufen. Ich find's so geil. Du hast halt den genau, ich hab diesen Daumen. Diesen Claw Grip. Ja, diesen Claw Grip, genau. Den habe ich mir extra für Dark Souls 3 sogar damals antrainiert. Ja. Einfach weil es sehr viel angenehmer ist, so durch die Areas zu laufen. So, wichtig hier ist das nächste Item. Die Dolche. Oh shit. Schade, dass er jetzt hier bekommen hat. Aber wie gesagt, ne, wir gehen jetzt erstmal vor allem um Klären und so weiter. Das brauchen wir für den Tumble Buff, den ich gerade versucht habe zu erklären. Deswegen haben wir auch mit dem Assassin gestartet. Claw Grip, ich erkläre es kurz. Er hat quasi den Daumen.
auf B oder Kreis. Genau. Und dann den Zeigefinger so drüber. Genau. Damit und dann kann er aber auch mal switchen. Genau, das ist vor allem so fürs Menuing sehr wichtig. Ne? Das heißt, wenn ich jetzt ins Menü reingehe, kann ich... You died. Weil dann kann er auch mit dem Zeigefinger den rechten Stick betätigen mal. Ja, hat ein paar Vorteile halt. Genau. Das heißt, für Speedrunning, gerade wenn es so um schnelles Menuing geht, ne, Items im Menü richtig anpassen und sowas, ist es ganz hilfreich. Sogar Double Claw. Double Claw. Ja, ich müsste mir jetzt Glücksrad drehen. Eigentlich müsstest du es drehen. Hast du die Eiswürfel da? Wir haben einiges da. Eis hätten wir da. Ja, Eis hätten wir da. Ja, genau. Wichtig bei dem hier, da räumen wir immer so rechts dran vorbei, weil dann stört er uns nicht. Oh, okay. Boah, der hat Bock. Was der hinterherkommt, ist ein Wild. Der hat Bock. Und jetzt zeige ich euch einmal den ersten Trick auch hier mit Spook. Jetzt werden wir den Spell mitnehmen. Ich habe ja gesagt, der reduziert den Fall Damage. Aber unter anderem in dieser Spielversion ist es so, wenn man das castet, von der Klippe springt und sterben würde, in dem Moment, wo man aufprallt und macht und dann rausquittet, spawnt man unten, ohne den Fall Damage zu bekommen. Das heißt, man kann quasi... Nur mit dem Spell aber. Ja, durch den Spell. Deswegen kann man zum Beispiel... Ist das der Grund, warum man die Version hat? Ist eine okay, Sekunde. Krass. Das funktioniert in späteren Versionen halt nicht mehr. Das hätte ich zum Beispiel jetzt, hätte ich alleine bei mir in Spandau darauf reacted vor dem Fliesentisch, jetzt nicht gereiht. Genau. Glaube ich. Also quasi die Interaktion ist quasi in der Version, wenn du runterfällst und halt noch nicht die Todesanimation kam, sondern einfach nur das Aufklatschen auf dem Boden und du hast halt Spook aktiv, da wird quasi der Fall Damage nicht berechnet. Und normalerweise ist es ja auch so, wenn man halt... wenn man Türen öffnet, wenn man das Spiel verlässt und so weiter, wird die Zeit gestoppt. Genau. So, hier Omi. Auch hier, kann ich euch einfach zeigen, was man hier macht zum Beispiel, man quittet raus an der Stelle. Weil wenn man wieder reinspawnt, landet man vor der Küche. Das heißt, man spart sich diese... Schreib das mal auf. Diese 10 Meter von Omi wieder zur Tür laufen. Ja. Im richtigen Run. Spart du müsstest man sich jetzt eigentlich die Oma töten, weil alle wollen das immer. Die Oma wird später getötet. Es tut mir leid, ich würde gerne früh dancen. Die Oma wird später getötet. Ich würde gerne einen frühen Dance machen, aber das ist für den Run nicht so gut. Genau, was ich gerade versucht habe, schon mal vorzubereiten, ist der Tumble Buff. Das ist eine der wichtigsten Sachen, weshalb wir die Vision spielen. Ich habe ja Feuer auf meiner Waffe. Ja. Wenn ich jetzt das Pine Resin kann ich nicht benutzen. Ist ausgegraut, weil es ist ja schon ein Effekt auf meiner Waffe quasi drauf. Ja. So, Darkstars funktioniert ja grundsätzlich immer so. Wenn ich ein Item benutze, ist erstmal dieses Item geladen im Spielspeicher. So, was wir jetzt machen, wir unequippen und droppen das Pine Resin. Damit es erstmal aus dem Inventar raus ist. Die Interaktion ist jetzt folgende. Wenn man Spook oder irgendein Spell cast und direkt im Anschluss ein Wurfmesser wirft, dann nutzt man das zuletzt geused oder zuletzt geladene Item. Das heißt, ich kann jetzt auf meine Waffe das Gold Pine Resin drauf machen, obwohl das eigentlich nicht gehen würde, weil es halt geladen ist. Das heißt, ich habe jetzt noch zusätzlich zum Feuer den Blitzeffekt auf der Waffe. Und das ist halt gegen Ward sehr geil, weil Ward ist sehr blitzanfällig. Und du hast zusätzlich Feuer drauf. Genau. Das heißt, wir haben jetzt zwei verschiedene Damage-Buffs noch zusätzlich auf unserer Waffe drauf, um uns die Fight ein bisschen einfacher zu machen. Dann geht jetzt die Phase 2. Lass ihn ein bisschen hin und her hüpfen. Voll durch und durch. Und die letzte Räume mit. Und wir unter ihm landen. Oh. Ist das geil. Cheater raus, Ding, Ding. Ding, Ding. Und das Wort. Sehr okay, ich hab's nicht ganz gereiht, warum du das jetzt drauf machen konntest, aber... Also im Prinzip ist es einfach so, das wird auch in Dark Souls 1 viel benutzt, so ein bisschen, es wird damit gespielt, was vom Spiel quasi im internen Speicher was noch geladen ist. Gerade getriggert ist. Oder genau, ja. Das, so wird zum Beispiel in Dark Souls 1, wenn so auch... Also du hast geworfen, direkt ab, also direkt nach dem Wurf das geused. Genau, also das Werfen des Wurfmessers nach dem Spell-Use triggert quasi das zuletzt geuste Item. Krass. Das werden wir auch später nutzen, um zum Beispiel uns ein paar Seelen zu duplizieren. Das heißt, eine Seele zum Beispiel von... Du cheatest also vollkommen rein. Wir cheaten schon gut rein, um möglichst früh, möglichst stark zu werden. Wir werden auch so ein bisschen so eine Glass-Can sein, ganze Zeit lang. Ich glaube, die Schwerter... Hast du nicht auch mit den Cells of Twin Blades angefangen? Ja, dann? Ja. Genau, das werden auch tatsächlich unsere Waffen für den Speedrun sein. Ja, krass. Auf die hab ich gar keinen Bock. Könnt mir mal raus. Ja. Genau. Cheaten im Singleplayer ist okay? Okay. Ja, das ist okay. Das machen wir. Wir cheaten hier nur keine rote Karte. Gut. Also hier um die Zeit. Wir cheaten die Zeit. Mehr machen wir nicht. Genau, was rausbitten bewirkt grundsätzlich im Spiel ist immer, Gegner werden immer an ihre Startposition zurückversetzt.
Das ist zum Beispiel für die beiden hier vorne relevant. Ne? Das heißt, ich kann jetzt hier vorne hinlaufen und anstatt, dass mich der Typ in der Tür blockt, rutsche ich einmal raus, der wird wieder auf seine Position im Haus zurückgesetzt und ich kann durch die Tür durchlaufen, ohne von ihm geblockt zu werden. Das sind halt so Kleinigkeiten, wo man immer wieder so ein paar Sekunden rausholt, sich Stellen ein bisschen an. Leute, das mit dem Cheaten war obviously ein Joke. Digga, wir Speedrun. Natürlich, wir brechen alles. Jeder Schimpanse hat gecheckt, dass das ein Joke ist, Mann. Das Spiel wird so kaputt machen, wie es nur können. Weil das ist ein bisschen... Oh, die sind fies, da musst du aufpassen, auch bei Speedruns. So Speedrun im Prinzip die gleiche Prämisse wie du. Ja, das Spiel macht dich kaputt, du machst das Spiel kaputt. Right. Toll. Und das machen wir als Speedrunner auch natürlich. Wir nutzen jede Kleinigkeit, die uns das Spiel gibt, jede Schwäche im Code, um irgendwie ein bisschen schneller zu sein. Es gibt natürlich immer ein paar Einschränkungen und ne, jeder hat so eine eigene Favorite-Kategorie. Stimmt, Wort wurde jetzt gar nicht angezeigt, ne, wie schnell wir da waren. Oder vielleicht habe ich das falsche Hotkey gedrückt, dass es nicht gespeichert wurde. Hast du überhaupt gedrückt? Ich habe gedrückt, ja. Wir sind schon bei Greatwood jetzt beim Baumi. Genau. Stimmt, der ist ja auch ein weiter gedingst. Ja, ich glaube, ich habe außerdem auf Skip gedrückt, statt auf Aber, ne, die Uhr oben ist vor allem dafür da, dass ihr wisst, was kommt so ungefähr als nächstes. Das Ding ist, ich sehe jetzt auch seit langem wieder dieses Gebiet zum Beispiel. Mhm. Oh, warte. Es ist gut, dass immer dieser Invade hier kommt, weil der erinnert mich immer an eine Sache, die sehr fundamental wichtig für uns ist, tatsächlich. Das müssen wir gleich machen, du musst mich einmal dran erinnern. Ja. Wir müssen gleich einmal Steam im Offline-Modus starten. Also warum, erkläre ich gleich. Aber es ist tatsächlich wichtig für den Speedrun. Ja. Wir wurden jetzt gerade invaded, das ist normal, wir sind geambert und es gibt natürlich auch NPC-Invader. Und das ist manche Situation cool, manche halt nicht. Weil was verhindert wird, ist unsere Mechanik. Okay, hier nicht. Komisch. Ich glaube, weil der speziell ist. Aber grundsätzlich, wenn wir invaded werden von den PCs, können wir das Spiel nicht quitten. Und das ist in manchen Situationen scheiße. Wenn wir halt das Game gerne quitten möchten oder müssen, dann wird dann invaded werden. Und durch Steam im Offline-Modus starten, umgehen wir jegliche Invades bis auf diesen einen hier am Anfang. Aufschreien. Der ist jetzt weg, weil wir sind in Bossgate rein. Ja. Was wir eben auf dem Weg eingesammelt haben, ist das Feuer-Pine-Resin. Und was Baum. Wir haben schon Feuer drauf, aber ist uns egal. Wir machen trotzdem nochmal Feuer auf Feuer. Ah, das geht auch. Krass. Genau. Wir legen das wieder ab. Wir nutzen wieder unseren Spells-Buch und werfen sofort ein Throwing Knife hinterher. Und das Throwing Knife triggert quasi... Du siehst auch, es wird nicht verbraucht. Ja. Das triggert quasi den Use von dem Item. Das heißt, wir haben jetzt wieder... Wir haben quasi ein Feuer-Pine-Resin auf unser Feuerschwert schon gemacht. Aber du musst aber Feuer auf den Boden legen. Ich lege es auf den Boden, damit es nicht verbraucht wird. Weil wenn ich es im Inventar behalte, klappt das trotzdem so, aber das Item wird verbraucht. Ist das krass. Boah. Wir gehen halt nur auf die Eier. Von guten. Ja, das ist gut. Der hat direkt den Drop. Ne, der hat die Piste gemacht. Wenn wir direkt seine Eier in der Mitte zerstören, kann es halt sein, dass er direkt den Drop jetzt macht. Wir ein bisschen schneller in der zweiten Phase unten sind. Ja. Und ich währenddessen die anderen Eier schon zerstöre. Ja. Aber die Fights sind halt so ein bisschen immer so eine gewisse Choreografie. Ja, noch ein bisschen. Wahrscheinlich auch lackabhängig, wann der Boss was macht. Genau, das ist halt perfekt Run. So. Genau, man versucht möglichst gut dieses RNG in so einen gewissen Tanz umzuwandeln. Ja. So, Boss ist down, wir porten zurück. Guck mal, ich glaube, es liegt daran, dass man gerade nicht weiß. Komisch. Also jetzt, so. Okay. Jetzt werden auch die Zeit nochmal angezeigt. Ich weiß nicht, wo ich gerade war, aber genau, jeder Kampf ist so ein bisschen so eine kleine Performance für sich quasi. Falls möglichst wenig RNG zu geben und möglichst viel Sachen, die planbar sind für uns. Ich wollte auch gerade sagen, ne, ich sehe das Gebiet jetzt das erste Mal wieder und so. Ich muss schon sagen, ich konnte es jetzt ja ein bisschen sacken lassen. Ist schon alles sehr cool, Designs, Level-Design und alles. Auch wie du so ganz viele Shortcuts immer wieder nimmst. Ist so einfach wunderschön. Ja, und einfach so die Welt langsam zusammenkommt. Dass du dieser Aha-Moment, den du uns Ich muss Souls aber hast. Sagen, ich fand es deutlich linearer als Dark Souls 1. Auf jeden Fall. Das ist halt echt crazy. Also es ist nicht so, ein bisschen mehr schlau. Es ist auch nicht auf diesem Niveau, auf einmal guckt man irgendwo und checkt, wow, hier bin ich jetzt, wie kann das denn sein? Das war bei Dark Souls 3 nicht ganz so krass, fand ich. Genau. Bei Dark Souls 3 hast du schon ein bisschen mehr so, du hast jetzt deinen festen Weg, du kannst 2-3 verschiedene Paths gehen. Ja. Aber im Großen und Ganzen ist es halt immer, sag mal, das Gleiche doch.
So, das ist geil. Ja, mit dem Keg B dann. Ich spiele auch oft so Tilting Games, wie so Getting Over, Jumping und sowas. Ja. Da haben wir auch so ein Keg B mit so einem Finger nach unten, der quasi dann darüber lacht, dass ich gerade runterfalle. Ja, es gibt ja jetzt noch dieses neue Kletterspiel. Ja, Difficult Game Board Climbing. Ja. Das ist auch ganz geil. Digga. Das ist einfach so eine kleine Asi-Stelle auch wegen den Kleinen hier. Der letzte, der hochklettert, der ist ein bisschen das Problem. Den müssen wir quasi wegbaiten von der Stelle. Damit wir hier lang können. Weil. Von hier einmal rüber. Oh, schade. Okay, aber ich check. Und dann nämlich rüberspringen. Ja. Ich hasse sie. Shit. Aber ich check, dass die Stelle ist wahrscheinlich bei vielen Speedrunnern dann auch so, ja, genau, ein bisschen, ist es jetzt ein guter Run oder direkt in die Tonne. Ja genau, dann macht er jetzt einfach hier, ne? Ja, ja. Zeit zu Ende, Run ist tot, Start neu. genau. Tatsächlich kommt jetzt, an der Stelle kommt eine der wenigen Möglichkeiten, wie wir Spook auf natürliche Art und Weise, wie es eigentlich intended ist, sag ich mal, vom Spiel und so weiter. Nutzen kann. Denn wir droppen dann einfach eine Klippe runter und kriegen keinen Fall damage. Und das ist so. Ja. Ach so, deswegen rennst du da auch lang. Genau, genau. Weil wir landen da hinten, das ist den Turm, kennst du ja bestimmt, ja, den Riesen, ja, da oben. Ja. Dieser scheiß Riese, Mann. Ja, ja. Wo wir Verräter dann unten das erstmal den guten Siegmeier. Siegwart, ja. Ja, wo den, ja, das erstmal begegnen. Oder Chad Siegwart heißt er, ne? Der Zwiebelritter. Also es ist wirklich, es ist JJ. Siegmund? Sigurd. So, konzentrierst du es einmal. Einmal konzentrierst du es. Alles entspannt. Wie gesagt, Leute, ist ein Showcase. Der gute Leon hat sich extra Zeit genommen, hier einmal zu zeigen. Du hast ja auch so einen krassen Controller extra und alles. Das ist schon crazy. Vielleicht hole ich mir auch mal so einen. Ist halt ganz angenehm, weil du kannst ja immer die Taste ein bisschen drücken. Das haben wir einen ganz anderen. Ne, du hast halt direkt den. Yo, geiles Feedback. Genau, das ist viel geileres Feedback, weil es halt so mechanische Taste sind. So. Der ist halt echt krass. Dieses, dass du halt hier vor der Tür nochmal ins Hauptmenü gehst, um die Gegner zu, genau, resetten. Und du kannst einfach durchgehen. Weil sonst auch dieses genaue Timing, dass er, ja, genau, ja, genau. In der Tür steht, wenn man da hinkommt. Das sind immer so diese ganzen Kleinigkeiten. Du hast halt vielleicht irgendwie so 5 Runs, wo er dann nicht da steht und du kannst einfach durchlaufen. Dann hast du 10 Runs danach, wo er jedes Mal die Tür blockiert und denkst dir nur, Alter, warum? Warum jetzt? So. Ich hasse alles. Alter, wirklich. Er ist wirklich gecuttet, oder? Wir machen hier so einen harten Cut. Der Timer oben wird einfach auch so, da wird ein Sticker draufgeklebt, dass man es nicht sieht. Alter. Ja, okay. Wir editieren einfach einen neuen Timer einfach drüber. So, weißt du, was Splice bedeutet bei Speedruns? Nee. Splice ist quasi so eine Möglichkeit, bei Speedruns zu cheaten, indem du quasi einfach so jedes Segment einzeln aufnimmst und aneinander schneidest. Dass du quasi nur die besten Segmente so aneinander schneidest und so die perfekten. Das machen Leute. Das machen tatsächlich Leute. Das ist so eine, ja, aber das fällt das nicht auf, dass es gecuttet ist? Wenn man es sehr gut macht, ist es schwer zu detekten, aber es ist tatsächlich eine sehr alte Möglichkeit, wie ganz oft Leute denn früher in Speedruns gecheatet haben. Ist das crazy. Es gibt ja auch so ganz viele Channels. So man cheatet, wie man cheatet. Ja, ja. So Summoning Salt, Kaiops, das sind ja so YouTube-Channel, die sich auch nur mit Speedruns befassen und wie gecheatet wird und wie so krasse Rekorde aufgestellt würden. Leon kennt das. Ich bin, habe ich gehört. Hast du was gemacht jetzt? Aber da versuchst du mal hier ein bisschen safer zu machen und den endlich mal hier rüberkommen. Krass. Aber das sah jetzt auch, also. Das heißt auch aus, der ist jetzt sehr ideal hochgekommen, ja, und hat, genau, die richtige Attacke, genau, gemacht. Hat einmal, so einmal diese doofe Jump Attack gemacht und dann. Jetzt muss er halt denken an den Zauber. Warum kann ich den Zauber benutzen? Ah, jetzt. Und einmal offline, Steam Offline. Denk nur, dass du es sagst, danke dir. Ja, okay. Genau, no, wir kriegen einfach keinen Freund. Das ist so der normale. Ja, easy Claps, Leute. Der normale Use Case. Gut, dass du es sagst, wir machen einmal ganz schnell die Steam-Sache. An der Stelle hier, wo wir eh raus könnten, weil es die Tür ist. Dann machen wir hier Steam, offline gehen, zack. Crazy. Es ist nicht. Wir sagen einfach, deshalb geht der Timer. Wir mussten einmal Steam. Jo Leute, wir mussten einmal Steam, genau, nochmal offline einmal starten. Einmal ein bisschen weitergelaufen, aber wir sind hier gut durchgekommen. Genau, wir mussten einmal Spiel neu starten. Hast du das immer so in deinem gedauert? Videos? Ja. Weißt du, ich bringe dir bei, wie man cheatet in Speedruns, und bringst mir so ein bisschen YouTube bei.
Oh, jetzt unten der Typ? Ja. Geil. Wird ein geiler Fight. Den fand ich was for real. Wir casten Spook, damit wir einfach hier runterdroppen können. Und dann skippen wir, dass Sigurd nach oben fährt und mit uns quatschen möchte und erstmal ganz langsam vom Fahrstuhl runter. Jo, krass. So, den hier fand ich krasser als so mancher ja. Boss. Weißt du, was wir mit dem machen? Gar nichts wahrscheinlich, oder? Wir laufen einfach vorbei. Ja. Das ist komplett egal, der Typ. Ja. Das brauchen wir nicht. Das ist irrelevant für den Speedrun. Genau, man ist unbesiegbar, solange man in der Animation ist. Genau, Kisten öffnen, Türen aufmachen, das ist immer, du bist invincible in der Zeit. Wir haben weißen Rand, ich würde einmal kurz, ja, sorry. Alles gut? Ach nee, wie hatte ich es gemacht? Ich glaube, so. Ja. Nee, not really. Sorry, ja, deswegen dauert der Timer länger. Ja, ich glaube, jetzt ist gut. Jetzt gut. Ist nur rechts unten ist so ein weißer Streifen. But why? Bisschen weird, warum? Das liegt irgendwie bestimmt in der Fensteraufnahme oder sowas. Oben ist jetzt auch ein schwarzer Streifen. Wir sind einmal rausgetappt und wieder rein. Ne, wir haben das Spiel neu gestartet. Warum ist jetzt weiß? Ist das Game einfach weiß? Willst du einfach Vollbild mal gucken? Ja, können wir mal probieren. Nee, ich meine in den. Das habe ich ja gerade gemacht. Ach so, okay. In den Game-Einstellungen. Weil ich habe ja jetzt eine Fensteraufnahme, die Fensteraufnahme vom Timemaster drüber gelegt. Ja, genau. Einmal neu starten vielleicht. Ich starte mal das Spiel neu. Ey, jetzt ist sogar, jetzt kann man es easy ja, argumentieren. Ja, jetzt kommt es easy. Ja, wie ihr gesehen habt, Leute. Die Technik, ne? Ihr kennt die Technik hier ist ja auch nicht Home-Setup. So. Ist ja richtig Flashbang, yo. Oh, warte. Ich hör auf. Ich muss mal ganz kurz gucken, ob nicht ein paar Sachen geskippt. Was geht denn jetzt ab? Hä? Ah! Oh? Es ist komplett cursed. Bei uns ist jetzt Fullscreen. Jetzt bei uns Fullscreen, aber bei euch. Aber da hängt es auch. Ja. Geh mal rüber und guck, ob es geht. Okay, jetzt mach ich Game-Aufnahme. Ich mach Game-Aufnahme. Ja. So. Geil, geht. Let's go. Nice. Ja, Leute, wir hatten ein bisschen technische Schwierigkeiten. Ihr kennt das vielleicht von daheim auch mit eurem Setup. Aber wir haben es jetzt hinbekommen und machen weiter. Timer ist ein bisschen weiter gelaufen. So, wir sind an dem Dude vorbeigelaufen einfach. Jetzt würde tatsächlich. Die waren fies. Ja, die sind furchtbar. Diese Harpien. Oder was das ist. Ich weiß auch nicht genau, diese komischen Kreischer immer. Ja. Ich sag mal, richtigen oder. Runs, die, wo man versucht, wirklich auf Top-Zeiten zu gehen, ja. Kommt jetzt ein Trick, der nennt sich der sogenannte FKS oder Farron Keep Skip. Farron Keep ist das nächste Gebiet, was ja. Kommt. Der würde hier unten stattfinden. Vielleicht kann das in Post-Production einmal eingelegt werden. Ja, das ist cool, ja. Aber was im Prinzip gemacht wird, das kann ich ja mal ein bisschen erklären. Es wird die Deathcam getriggert, ähnlich wie in Dark Souls 1, wo man Sense Fortress skippt. Da wird auch diese Deathcam getriggert, die so von oben einen abfilmt. Ja. Und wo man dann quasi Teile vom Spiel entlädt. Und so quasi durch gewisse Türen oder Bereiche kann, wo eigentlich halt ein Tor oder eine Tür, whatever ist. Ah, dann glitscht man einfach durch, oder was? Genau. Und was man im Prinzip macht... Sorry. Die Dudes habe ich auch ganz vergessen. Man an einer Klippe rutscht man so gerade so in den Abgrund runter, dass das Spiel denkt, okay, du stürzt jetzt ab und stirbst. Ja. Tut man aber gar nicht. Aber krass. Das Spiel denkt halt, du bist gestorben und sorgt dann dafür, dass die Cam so komplett so eine Top-Down-View macht. Und gewisse Teile vom Spiel entdeckt, weil ne, wenn du tot bist, muss ja nicht mehr alles vom Spiel geladen werden. Und man läuft quasi dann mit einer sehr wilden Perspektive, die vermutlich jetzt gerade zu sehen ist, oder die man dann sehen kann, läuft man bis zu dem Crystal Golem, der hier um die Ecke ist. Direkt. Ja. Ciao. Hey, hier ist eine Leiter? Ja. Krass. Wie bist du hier runtergekommen? Ich habe die gar nicht gesehen. Ach so.
So, jetzt kommt tatsächlich der Use Case für unseren Dolch, den wir am Anfang gekauft haben bei der Oma. Nämlich das Moveset. Ne? Waffen haben wir auch hier Weapon Art mit L2. Und hier ist tiefes Wasser. Ihr seht, wie langsam ich bin. Aber mit der Weapon Art. Ja. Kann ich. Das habe ich auch gemacht. Dann hier schön durchkommen. Tatsächlich. Das habe ich tatsächlich auch gemacht. So ein bisschen das Gebiet erträglicher machen und nicht so ganz so schlimm, dass wir. Geil. Geil. Dass wir die ganzen Flammen hier löschen müssen, weil wir müssen im Pairing Keep, da sind wir gerade drin, müssen wir 3 Flammen insgesamt löschen, damit die Tür aufgeht, womit wir dann am Ende zum Abyss kommen. Boah, da gab es einen Gegnertyp manchmal vor den Flammen, der war heftig. Genau. Die waren richtig scary. Die sind richtig ekelhaft, da haben wir auch gar keinen Bock drauf, die. Merkt ihr irgendwie? Was läuft hier? Gewinnt ihr? Ja, ja. Leon zeigt mir einen Dark Souls 3 Speedrun. Geil. Wie weit bist du schon prozenttechnisch? Wir sind ganz am Anfang, 5%. Hey Henno, okay, ich will mal für eine vielleicht sehr kleine graue Masse sprechen. Ich leide meinen Job in jeglicher Hinsicht und wollte niemals deinen haben. Dennoch fühle ich mich so sehr zu Hause und geht mir das Herz auf, wenn ich dich am Abend online sehe. Danke dafür, rotes Herz. Ich habe heute das Gegenteil von einem Speedrun gemacht. Die Magic-Runde hat 5,5 Stunden gedauert. Mein Beileid. Mit Henning und Henrik. Das und war ein schöner Kevin. Zweiter Gamescom-Tag. Ja, wirklich. Das war dann der Tag. Aber es war geil. So, deswegen wollte ich nur gute Nacht sagen, liebe Nacht. Leute. Gute Nacht. Seid ihr morgen noch am Start? Ja. Ja, fantastisch. Dann sieht man sich morgen nochmal. Auf jeden Fall. Geil. Dann, hau rein. Bist du jetzt gerade wegen mir gestorben? Nee, ich bin nur rausgequittet. Sehr gut. Dann gute Nacht. Tschüssi. Ja, wie du gesagt hast, das sind Assi-Gegner. Man quittet einfach an der Stelle raus, damit sie einen nicht bei der Flamme direkt... Ja. Alter. Boah. What? Haben wir es auf Band? Oh Gott, bitte. Na klar, Norax. Ja. Ey, krass. Das haben wir auf Band, oder? Das wird hier immer wilder, was hier abgeht. Das war krass. Das ist auch safe etwas, das passiert nicht allzu oft. Nee, tatsächlich, das ist so eine gute Catchphrase, die man sich für Speedruns angewöhnen kann, ist immer, das ist noch nie passiert. Ja. First time, never happened before. Ja, aber das war ja echt crazy. Also das ist echt ein bisschen frech. Ja. Aber ist nicht schlimm. Läuft gut. ist ein Death Run heute. Ja, vor allem die sehen brauchst du ja hier jetzt. Ja, sind nicht mehr so viele, weil wir sind ja einmal vom Aufheben gestorben, aber es ist nicht so schlimm. Der schlimmste Gegner hier im Sumpf ist tatsächlich der Dude hier vorne, der so einen Sprungattack macht und sich an einen ranklammert. Ja. Den hassen wir. Den wollen wir ganz, ganz, ganz doll dodgen. Aber deswegen, das ist das Coole mit dem Parent Keep Skip. Ja. Überspringen wir das alles hier. Dieses ganze Gebiet überspringen wir. Das komplette furchtbare Gebiet. Und das sind so gut 3 bis 4 bis 5 Minuten, die dadurch gespart werden. Ja? Ganz kurz, die Bar macht es gleich zu. 15 Minuten, wollt ihr noch was? Nee, alles gut. Okay? Ja, okay. Einfach. Er hat dich gerade gehauen und dann ist das Ding gestartet. Aber ich meine. Boah, Alter. Von dem lassen wir uns ja nicht nochmal malträtieren. Ist das krass. Ich habe gehört, hier kann man ganz gut Seelen farmen. Kann man das? Glaube ich, weil die hier zu dritt direkt an dem Bonfire sind. Ah, weil du immer wieder resetten kannst quasi. Ja, das kann ganz gut sein. Ich bin tatsächlich nie jemand gewesen, der so groß irgendwie so. Ja. Das Spots genutzt oder gesucht hat. So, die Tür ist jetzt offen. Genau. Ja, alle 3 Flammen sind erloschen. Man sieht hier die kleinen Fackeln. Oh, und jetzt kommt diese Passage mit diesen Armbrustschützen, ne? Gleich. Ja, genau. So. Wir holen uns jetzt erstmal aber unsere Waffe für den Run, ne? Die Cellsaw Twin Blades. Das Coole ist, die sind nicht nur die Startwaffe von einer Klasse, sondern... Kann man auch finden. Die liegen hier vorne direkt um die Ecke. Krass. Das heißt, deswegen sind sie halt so eine gute Waffe für den Run. Die haben einmal einen sehr hohen DPS, man kann sie sehr schnell bekommen und sind einfach super solid vom Moveset. Du hast halt 2 Schwerter mit einem geilen Moveset. Wenn du da beim Bonfire bist, würde ich einmal kurz den Chat hier wieder aufmachen. Ja, alles gut. So. Okay. Ja, tatsächlich. Wir müssen gerade aus Spaß geschrieben, du bist sicherlich ein paar Keck weh. Ja, tatsächlich. Wir holen uns die Seelen quasi einfach wieder, indem wir später eine Seele dupen und dadurch die Seelen wieder reinbekommen. Es ist nur wichtig, dass wir nicht irgendwie später sterben. Und dann ich wurde richtig gut geflamed in den ersten Folgen, dass ich mit den Twin Blades rumrenne. Aber... Das ist auch so... Ich habe das Gefühl, dass Dark Souls 3 auch so ein bisschen so the easy way, Leute dafür zu flamen, die Twin Blades, vielen nennen sie auch die Wind Blades zu nutzen. Ja, genau. Aber am Ende denke ich mir so, es ist die Starterwaffe von der Klasse. Ja, sie sind sehr stark, aber warum
sollte man dich blamen dafür, dass du einfach das Starter-Item von der Klasse nutzt. Ja. Ja, gut, Maxim hat das empfohlen und mir das erklärt. Und ja, ja. Bei mir ist halt so, ne, ich werde halt im Zweifel ausgepeitscht, so beim dritten Teil jetzt nicht, aber so ja, sinngemäß. Ja. Ne? Und ey, dieses Format und das Spiel ist nur gegen einen. Alles abusen, was geht, war immer mein Motto. Ich fand es nur irgendwann dann selber einfach ein bisschen zu lame und hatte eher Bock auf so eine fette Zweihand-Schwertwaffe. Dementsprechend, ja. Siehst du das, was passiert, wenn ich den benutzen möchte? What the fuck? Ich weiß nicht genau, was hier los ist. Ich steck mal kurz den Controller an und ab. Ne? Ich glaube, ich nicht, dass vom Controller liegt. Ja, der hat jetzt automatisch einfach den Spell geused. Er nutzt gerade den Spell. Ich hab quasi im Prinzip gerade einen neuen Trick gefunden. Nee, danke Microsoft Store, brauchen wir nicht. Guck mal, was gefixt ist. Das ist noch nie passiert. World first. Ist wirklich noch nie passiert. Nette Text-to-Speech verpasst, check ich nach dem Speedrun ab. Ich habe ein Programm, wo ich mir die Nummer durchlese. Okay, so geht's. Ganz kurze Frage. Ich war gerade in dieser Area, diese Creator Area, ne? Mhm. Da wurde mir erzählt, sage ich mal, dass dir, Maximilian Gnade, von dem Schwanz mach ruhig weiter. Ja, ja. Eis geleckt worden ist. Nee, nicht geleckt, gegessen. Was ist der Unterschied? Vom Schwanz? Ja. Vom Schaft? Ja. Das ist krass. Das ist wirklich passiert. Ja. Nee. Aber wir haben das nicht gefilmt. Das ist ja so geil. Naja, da fehlt jetzt viel Kontext. Ne? Nee, die Wette hat er mir gerade erklärt. Okay, super. Digga, hast du es genossen? Nö. Mir ging es um die Sache selbst, dass nicht nur so ein Scheißgelaber im Internet ist, sondern dass man dann auch durchzieht. Also ist das wirklich passiert? Ja. Wallah. Ja, da musst du nicht mich fragen, weil ich kann dir einfach ja sagen. Da musst du Soon oder Denzen fragen. Die waren als Zeugen, als unparteiische Zeugen dabei. Es ist wirklich passiert. Ja, es ist wirklich passiert, Rumatra. Mich ärgert es, dass ich nicht dabei gewesen bin. Ich habe es dir vorgeschlagen. Ja, du warst auf einmal weg und saß. Ja, er sollte auch als unparteiischer Dings dabei sein, aber dann saßst du da in der Launch und hast dein Highlife als Influencer genossen. So, und dann sind die Entscheidungen im Leben halt auch, mit dem muss man auch, da muss man in den Konsequenzen umgehen. Ich sehe, Chat schreibt teilweise so ein Gelaber, Re-Rap, wenn ich eins von Max weiß, ist, dass er nicht labert bei Shit, der passiert. Nein, die meinen euch. Ja, ja. Warum? Ja, du ja, weil ihr herkommt und so ein Gelaber macht. Dankeschön. Na, das ist Block insane. V. Weil die waren ja dabei. Die waren ja dabei. Ja, na, wir haben das ja gefilmt. Das ist crazy. So, mach bitte weiter, Leo. Das Ding ist, wir haben da ja gerade ein Problem. Ach wirklich? Ich war nicht dabei. Ich weiß, ich habe nicht das Gefühl, dass mir der Controller liegt, weil ich habe jetzt einen anderen Controller geholt. Wie du siehst, es wird automatisch die ganze Zeit L1 gedrückt. Ist irgendwas auf der Tastatur? Nee. Hast du irgendeinen Knopf belegt? Eigentlich nicht, deswegen, das irritiert mich auch ein bisschen doll. Spielen wir Neustart? Wir können es mal mit Neustart probieren, aber das ist mir jetzt gerade auch schon ein paar Mal aufgefallen. Crazy. Also ich habe jetzt nochmal Controller gewechselt, um das auszuschließen. Hattest du hier die Hotkeys? Ich das Einzige, was ich geändert habe, war, dass ich die Heavy Attack, also R2, die Tastatur gelegt habe. Dieser Stream ist reines Gold. Ja, Leute. Drück mal L1 und Tab rein und raus. Okay, jetzt können wir mal probieren. Nee, so wir gehen es gerne mal. So, du sagst, ich soll L1 drücken und einmal raustappen. Okay. Testen wir mal die Theorie. Ja, also das ist halt die ganze Zeit am Perma. Am Perma-Blocken? Ja. Ich weiß nicht genau, woran es liegt, ehrlich gesagt. Ja, dann lass das Spiel einmal neu starten, oder? Ich hab's gerade sogar schon einmal neu gestartet. Really? Ja. Kennt das wer? Das ist ganz komisch. Kennst du mit der Maus vielleicht? Ja, ja, irgendwas mal. Oh, warte. Was da rechts von der Maus? Boah, ich glaube, wir haben es gefixt. War die Maus irgendwie. Ich glaube, die Maus. Vielleicht war die Maus irgendwie stuck. Great. World first. Ja. Guck mal, aber es ist geil, oder? Jetzt mal schlägst du dich rum im Prinzip. Aber willst du jetzt wieder deinen anderen nehmen, lieber? Der ist eigentlich schon gut. Gib den mir. Ja. Der Mann muss ja arbeiten können. Ja, Leute, ist ein Elan, ne? Was denn? Das Kabel hier? Nee, ich hab das hier. Ja. Aber ist auch mal geil, so eine Erfahrung zu machen. So mit einem kompletten Run, auch so in einem ganz fremden Setup.
Ja, plus. Wo man keine Ahnung hat, was so abgeht. Ganz neue Bugs bekommen, das ist geil. Ja. Ich feiere das irgendwie. So. So. Let's go. Gut, es klappt alles. Das ist das Wichtigste. Wichtig, wir müssen es einmal in Ember benutzen. Wir cheaten jetzt nochmal kurz. Check. Ich hätte ja am Anfang davon geredet, dass wir von einem Boss relativ früh die KI brechen werden. Ja. Und der Boss sind die Abyss Watcher. Okay. Weil. Das war der erste Boss, wo ich dachte, okay, der kann was. Safe. Die Abyss Watcher sind super hart. Ja, super hart fand ich jetzt nicht, aber. Aber ich, ne, wenn man relativ früh hier hinkommt, ist es ja schon ein knackiger Boss. Ja. Und wir sind ja aktuell Basic Level 1, wir haben noch nicht einmal gelevelt bislang. Okay. Boah, Digga, die haben ja richtig Bock gehabt. Holy shit. Die sind wild. Normalerweise sollten die an der Tür eigentlich auch resetten. Aber das ist schön. Wir. Never happy before. Ist noch nie passiert. Ist noch nie gefehlt. Noch nie passiert. So, ich hoffe, ich wurde jetzt nicht von den Gegnern gekillt in die. Nee, in die Fight reinge. Okay, das war knapp. In den Fight reinge. Okay, er ist noch nicht. Ja. Weil, ich habe ja gesagt, es gibt Tricks, die machen wir mit Maus und Tastatur. Und der erste kommt jetzt. Wir nutzen unsere HP-Bar, deswegen habe ich gerade einen Ember genommen, um uns auszurichten. Ich nutze die Steine, die man hier sieht, wo gerade das Ende der HP-Leiste ist. Oh mein Gott, ja. Um mich auszurichten. Wir wollen die HP-Bar mit Ember so links von diesem Stein ungefähr haben. So ungefähr. Was wir jetzt machen, wir machen eine Heavy Attack und drücken kurz darauf W, um gerade diese Richtung zu laufen. Deswegen wollen wir EW und nochmal eine Heavy Attack. So, wenn wir Glück haben, Max, hat jetzt alles geklappt und der Run kann weiterleben, ansonsten haben wir ein sehr großes Problem. Oh. Der Run könnte tot sein, aber ist okay. Das ist ein bisschen der Spice von dem Spiel. Okay. Also was wir jetzt gemacht haben, wir haben den Bossfight getriggert. Ja. Wenn man den Bossfight raus quittet, dann landest du mal vom Foggate. Der Boss ist schon aggro, wenn du wieder reingehst. Ne? Bossfight ist aber einmal geschehen, du hast ein Foggate da. Ja, und so ist das Foggate nicht da. Nee, was wir jetzt gemacht haben, wir haben uns in so einem spezifischen Pattern bewegt und sind rausgequittet, dass wir, wenn wir es richtig gemacht haben, jetzt im Foggate, also im Kampf, reinspawnen. Aber weil wir niemals durchs Foggate durchgehen, denkt das Spiel, steht wir sind nicht im Kampf. Steht er nur da rum? Er steht nur rum. So, Stunde aber der Wahrheit. Spawnen trotzdem die anderen Typen? Nee. Oh, ich hoffe bitte, wenn das geklappt hat, dann bin ich happy. Ja, gut. So, und er steht jetzt einfach nur rum. Jetzt wir können auf ihn eindreschen, wie wir wollen. So, wir machen jetzt wieder hier nochmal kurz den Tumble-Buff. Nutzen das. Schmeiß es weg, weil wir brauchen es noch später. L1. Jetzt habe ich das auch gecheckt. Ne? Und jetzt haben wir Blitz auf der Waffe und können auf den eindreschen. Ist das stupid. Ist das beschissen. Geil, oder? Hier achtet man immer so, dass die Stamina gerade über die Mana-Leiste geht, weil dann kriegt man die maximale Anzahl an Attacks raus und muss nicht so lange auf die Stamina-Regeneration warten. Okay, auch ein nettes Detail. Ja, er spawnt doch keine Brees. Genau, genau. So, jetzt kommt der Hauptbree. Und bei dem ist es das Gleiche. Das Spiel denkt halt nicht, wir sind in einem Bossfight gerade drin, deswegen stehen die einfach so rum. Der hier. Das ist quasi, also er steht doch eigentlich das ganze Spiel über hier so rum und wartet genau, nur, dass irgendwann einfach, mal einer dass, kommt. Genau, dass du reinkommst und verdrescht werden kannst. So ist das Spiel quasi gecodet. Ich bin happy, dass das schon geklappt hat. Ja. Das ist eigentlich so das Größte, was schief gehen kann. Okay. Wie kommt man darauf? Es gibt so dedizierte Glitch-Hunter tatsächlich, so nennen sie sich. Ja. Die suchen extra noch so Sachen, die. Es gibt ja sowas wie Cheat-Engine und die lassen sich einfach von der Cheat-Engine an gewisse Stellen im Spiel platzieren und gucken, wo kann ich noch stehen, wo drehe ich die Deathcam und falle zum Tod aus der Map raus. Und so findet man nach und nach vielleicht Stellen. Aber es muss ja grobe Mechanismen geben, in Spielen übergeordnet. Mhm. Also zum Beispiel in jedem From Software oder Souls-like, dass es immer mal wieder so Glitches gibt an Foggates beispielsweise. Zum Beispiel, oder durch runterfallen oder so. Das heißt, überall, wo es im Game eine solche Possibility, eine solche Möglichkeit gibt, hunten die Glitches. Ja, die grinden quasi einfach die Möglichkeiten ab, wo solche Möglichkeiten, wo sowas auftreten kann. Engine-gebundene Bugs, ja. Genau, genau, genau. Gerade sowas wie die Deathcam, die ich dir erklärt habe, mit dem Sense Fortress Skip in Dark Souls 1, wird genauso dann hier einfach ausgenutzt. Und es werden halt Orte gesucht, wo man das triggern kann. Oh, der hat jetzt wieder nicht... Das liegt aber an mir, weil ich nicht draufgeklickt habe. Genau. Was ich eben gerade auch gemacht habe, während ich hier runtergelaufen bin, ich habe einmal die Seele von den Abyss Watchern gedupt. Ne? Ich habe die genutzt und dann Spell benutzt, Wurfmesser
Und dadurch hatte ich dann quasi zweimal die Seele. Lol. Habe deswegen statt 20 40.000 Cent bekommen. Hä? Das ist eine unsichtbare Wand. Achso. Die geben wir mal kurz raus, weil es ist ein bisschen viel los da oben. Ja. Wir holen uns da die Asche, die geben wir der Oma für die Tight Knight Shards, dass wir unsere Waffe ein bisschen upgraden können. Und da oben liegt, glaube ich, auch eine Large Tight Knight Shard. Die brauchen wir für das Level 4 Upgrade unserer Waffe. Okay. Ah, die hier sind ein bisschen assi, die Jungs. Die, ja, die können auch einiges. Hä, hey, kenne ich die überhaupt? Ja, doch, ja. Ja, ja, die müssen kennen. Also der gleiche steht auch hier unten immer rum. Ja. Auf dem Weg zu Volnir. Der da. Ja. Hat immer seinen dummen Wurfmesser. Aber gut, dass du dich gerade nicht gehittet hast. Ja, ja. Das kann man. Will man die mitnehmen? Nee, nee, brauchen wir nicht. Wir haben nur einen mitgenommen, der hat das Sharp Gem gedroppt. Und das werden wir auf unsere Twin Blades auch machen. Ah, okay, krass. Das gibt ja quasi ein besseres Dex-Scaling. Okay. Ich habe ein S-Scaling sogar mit Dex am Ende. Und wir gehen halt komplett auf Dex-Leveling auch. Okay, ja. Genau. Jetzt kommt Volnir. Volnir ist eigentlich im Prinzip genauso wie im normalen Playthrough. Wir hauen ihm seine drei Armbänder kaputt. Wir machen es halt so, dass es halt... Das war der einfachste Bossfight im Spiel, fand ich. Safe. Also mit einer der einfachsten auch für mich gewesen. Aber ich finde ihn sehr... Er ist einfach sehr schön, finde ich. Und das so, die ganze Boss-Area und wie der die, Boss die Mannschaft mit den Kerzenleuchtern, die war auch relativ easy. Aber da musste man erstmal checken, was man machen muss. Hier war es, fand ich, mega obvious. Ja, ja, genau. Man sieht sofort die leuchtenden Dinger. Ja. So, hier machen wir nochmal den Tumblebuff. Einfach, weil wir brauchen die Pine Resin später noch. Deswegen wollen wir die einfach behalten. Ja, wir boxen einfach drauf los. Jetzt ist ein bisschen RNG-Sache, welche Attack-Patterns er macht, dass wir möglichst viel drauf rumdreschen können. Ja. Hier ein Slap. Dann kann ich da nicht hingehen, weil das ein dober Nebel ist. Jetzt müssen wir warten, bis er die Hand wieder nach vorne macht. Oh, das wusste ich nicht mal. Ja, ein Hit fehlt leider doch. Ist okay. Jetzt gehen wir zur letzten Hand. Da wollen wir möglichst viele Hits geben, bevor die einmal nach hinten zieht. Jetzt kommt die gleich wieder nach vorne. Was, wie du einfach genau weißt, wann du wartest und so. Ja, das ist halt, wie gesagt, so ein bisschen so eine kleine Choreo. So eine Choreografie, ja. Genau. So, wir wollen möglichst schnell noch die Seele von ihm nutzen. Falsche Menu-Slot. Ah, klappt's noch? Schade. Weil man, da muss man eh warten, bis man rausgeportet wird, deswegen versucht man so Momente die zu überbrücken. Lücken, wo man gut sowas machen kann. Genau, genau. So, jetzt werden wir das erstmal gleich leveln gehen. Da wird doch mal Zeit. Hier haben wir die ganze Zeit Level 1, oder? Ja, ja. Also wir haben echt immer noch unser Startlevel, mit dem wir hier durchstratzen. Wir dupen hier nochmal die Seele. Oh, da könnte ich sogar die ganzen Skelette angelaufen kommen. Oh. Holy shit. Alles gut, aber wir können hier runter. Jo, den kann man gegen das... Gegen die Mimik kämpfen. Gegen die Mimik kämpfen. Ja, das haben mir die Leute geschickt, hat Maxim gemacht. Sowas finde ich auch übel witzig. Geil. Und dass sie... Also ich hätte nicht gedacht, dass die Mimik ihn so sehr macht. Ey, ich war auch sehr überrascht. Ich habe es auch mal dann irgendwann in einem Challenge Run auch gesehen und dachte so, what the wie fuck? Stark, wie stark manche Mimics sind. Ja, ja. Alter. Der hat auch Bock. Ja, ja. Den wollen wir mal raus. Wollen wir kurz raus, weil... Brauche ich nicht. Da hat man eben gerade übrigens gesehen, Ingame-Charakterzeit ist so bei 35 Minuten. Genau, genau. Ne? Also da nochmal die Differenz zu 44. Genau, deswegen in echt dauert der Run immer ein bisschen länger, als er dann quasi eingereicht wird. Aber man kann immer so mit so gut so 20 Minuten rechnen, die so ungefähr länger ist im Normalfall, ohne technische Schwierigkeiten. Ja. So, das erste, was wir machen, wir geben Omi die Asche. Guten Abend. Und dann holen wir uns die Titan Charts. Wir haben schon eine, wir brauchen noch. Wir haben keine. Wir brauchen 12 für das Level Up. Wir brauchen Homeward Bones zum frei hin und her porten. Das war's auch schon. Eben können wir die Kohle geben, die wir gefunden haben. Damit wir überhaupt erst das Sharp Gem auf die Twin Blades machen können. Eine Essence-Scherbe und dann werden die gelevelt. Wie gesagt, unsere Main-Waffe für den Run. Erstmal auf Level 4. Und dann kommt hier noch das Sharp Gem drauf. Jetzt rasieren die richtig rein. Jetzt schlitzen die richtig rein. So, die können wir noch nicht wielden. Dafür geben wir jetzt einmal Level. 84 Seelen. Das schmeckt. Genau. Alles sind geschickt. Haha, wirklich. Ein Level fehlt uns leider, weil wir am Anfang die Seelen verloren haben. Ja. Normalerweise ist unser Ziel 39. Ja. Und jetzt sind wir in eine schöne Glaskanone, die sehr viel Damage macht.
Genau, wir gehen jetzt hier einmal, ich bin mit dem deutschen Namen nicht klar, hier hin, zu Farrakeep Perimeters. Jetzt geht's zum Crystal Sage. Ja, der die ganze Zeit rumzaubert und Klone. Oh ja. Den, ja, da habe ich auch ein, zweimal reingeschüttet. Aber wenn man dann erstmal wusste, wie es geht, ja, literally jeder zweite Boss, wenn man weiß, wie es geht, easy. Genau. Aber jetzt haben wir wieder, jetzt haben wir ein bisschen Armor, weil zumindest ist jetzt die Fast Run nicht mehr so wichtig. Wir wollen vor allem überleben. Wir sind halt komplett Glaskanone gegangen, ja, mit 38 in Dex. Was für Split? Ah ja, danke. Wir haben den Timer hier für uns nicht mehr eingeblendet. Deswegen sehe ich das nicht so zwischendurch. Aber der ist für euch natürlich noch eingeblendet, damit ihr grob wisst, was so der nächste Step immer ist. Jo, diese Werwolf-Viecher sind auch. Ja, ja, das Schlimmste in Dark Souls 3 sind, dass es Teleporting-Doggos sind. Ne? Wenn die einmal, du siehst es gerade, wie die in den Stream wieder reingesetzt werden, wenn die einmal zu weit offscreen sind. Ach krass, okay. Das ist ganz, ganz anstrengend. Gerade wenn wir dann später auf dem Weg sind zu Wollen hier. Also Gegner chased ein und wenn man weit weg ist, dann werden die wieder kurz hinter einem so rein teleportiert. Ja, das hast du gesehen. Die Teleport-Doggos. Ja, aber woran ist das normal? Das hatte ich nie. Das ist in Dark Souls 3 so ein bisschen so. Ich glaube, könnte auch an der Version liegen, auf der hier gespielt wird. Das ist ja crazy. Aber das ist so ein bisschen das Problem. Nur der Hund? Ja, das sind nur Hunde, genau. Nur die Hunde machen das. Okay, ja, die habe ich warte, wir haben sogar Glück. Boah! Er hat die Attacke gemacht, das heißt... Holy shit, also hier ist der Ding. Der taucht nicht ab. Genau. Weil die Attacke gemacht hat, das war ein sehr gutes Opening, dass wir den wirklich one-cyclen können. Ne? Der taucht nicht nochmal woanders auf, sondern der wird einfach hier an Ort und Stelle geknechtet. Beerdigt. Wie er es verdient hat. Du hast ihn beerdigt? Ja, ja. Heilige Scheiße. Staggert, stark, klebt. Ihr habt dran gedacht. Nice. Genau, jetzt finden wir hier die Rüstung für unseren Run. Oh, hier habe ich alles mit Bogen gemacht. Ja, ja, das war auch gut so. Okay, das ist die Rüstung, die wir bis zum Ende nutzen werden. Krass, ja. Jo, und hier verarschen sein. Ja, ja, genau. Ich glaube, für den Chat ist es nicht sichtbar, aber wir haben jetzt auch gerade 68% Equip-Load, siehst du hier rechts oben. Ja. Das heißt, wir sind gerade so noch unter der Federal, weil ich zur Sicherheit gehe ich mal hier ran. Weil wir hier nicht lange laufen müssen. 68, ja. Genau, dass wir einfach die Midroll haben und die Midroll in Dark Souls 3 ist super. Jo, fand ich auch. Mir kam das immer vor wie eine Lightroll. Genau, genau. Deswegen dachte ich, was ist mit ihm los? Er macht hier dreimal seinen Buff. Ah, hier sind die Armbrustschützen, ja. Hier sind auch wieder Teleport-Doggos. Da freuen wir uns immer drüber. Die können dann auch richtig, Alter, das ist ja insane. Vielleicht werde ich hier vorne rechts auch mein Bildschirm für mich reingeportet. Mal gucken. Ah, bislang nicht. Ich bin ein bisschen RNG-abhängig auch. Hier skippe ich einfach mal die Gnade. Das Bonfire brauchen wir, glaube ich, nicht. Die erste Schaffe nicht mit. Warum? Die Deacons. Weil eigentlich heilst du dich doch nie, oder? Man will sie ja eigentlich nicht heilen, oder? Genau, falls wir mal gepunished werden, dass wir die Möglichkeit haben, uns heilen zu können. Und das Bonfire brauchen wir nicht, weil normalerweise ist der Weg zu den Deacons und Deacons selber ein sehr freer Fight. Ja, ich will jetzt nicht jinxen, weil ich schon mit Titan habe. Aber normalerweise ist es immer das Gleiche und. Ja. Aber ich denke mir, allein die Zeit in der Lobby aufzuwenden, um die Estos-Scherben einzusetzen, ist ja auch Zeit, die vergeht, weißt du, genau, was ich meine? Aber deswegen kombinieren wir das immer mit Momenten, wo wir sowieso unsere Waffe leveln, wo wir quasi nur einen Klick mehr machen müssen. Der hat die anderen gekillt. Das finde ich aber geil, wenn in so Souls-Games so Friendly Fire existiert zwischen den Gegnern. Jo. Das ist immer zur Sicherheit voll. Die Stelle war auch krass. Ey, für mich ist das gerade wieder so eine, als ob man so einen Tagebucheintrag nochmal so liest. So. Ja, ja, nochmal alles so Revue passieren lassen. Und holy shit. Boah, Alter, die haben auch Bock. Wir haben es hier nochmal voll. Oh, und die Stelle war auch krass. Ja, hier laufen wir an der Wand, weil der Typ rausgestimmt kommt, und sonst nerven. Den dodgen wir einfach. Aha. Hier ist der Erste mit den Säbeln. Der springt meistens vorbei. Yeah. Und der andere kommt angelaufen, den täuschen wir links an, gehen rechts vorbei. Yeah. Und hier ist wieder eine Tür. Die beiden hier machen das Messer in die Brust und denken sich, let's go! Ja. Wir gucken raus, ist egal. Scheißegal, Digga. Komplett easy. Und sind aber gleich dann schon bei den Deacons.
Deacons, was war das nochmal? Das sind das Altersheim hier, die ganzen alten Opis und Omis, die da die ganze Zeit... Das Altersheim, ja. Hallo. Na, Matteo. Habt ihr durchgezogen? Nee, nee, ist noch lange dabei. Okay. Leon ist noch dabei. Viel Erfolg. Danke. Ja, danke. Der desinfiziert sich erstmal das Maul. Ja, hoffentlich. Was soll denn das heißen? Naja, Hygiene. So wichtig. So schön das Altersheim. Aber die Gegend war auch krass. Ja, die Gegend ist super, super krass. Eigentlich war jede Gegend krass. Ich finde, jeder hat auch so ein bisschen so was Uniques komplett. Ja, ich wollte einfach den Ring mitnehmen. Dass wenn wir Full HP sind, machen wir mehr Damage. Deswegen wollen wir möglichst wenig Damage nehmen und immer Full HP sein. Killst du den? Nee. Max. Aber da müssen wir an dem Punkt sein, da müssen wir wissen. Ja, vielleicht droppt er irgendwas, was man braucht, nee, oder bla. Tatsächlich nicht. Aber die meisten Gegner werden tatsächlich geskippt. Unser Ziel ist halt, die Bosse schnell zu erreichen. Geh mal weg, da! Oh, shit. Kacke angeworfen. Passiert immer wieder mal. Passiert. Usual day hier. Hier ist noch einer, genau. Und dann Treppe hoch und dann, ja. Und das ist der zweite Ort, wo wir den Dagger nutzen. Ah, okay. Ja. Weil hier das tiefe Wasser auch ist und wir klar. Schnell durchkommen. So, den brauchen wir noch nicht mehr. Weg. Ah, nie wieder, okay. Ja. Check. So, wir machen es aber voll. Köpfen den Ring. Mehr Damage bei Full Life, ne? Genau, genau. Dann packen wir hier einmal die kleinen Bundle rein. Das waren die wir vor dem Baum, in der Baum-Area gefunden haben. Ja. Das ist quasi wie ein Pine Resin, nur du kannst es schneller benutzen, aber es ist auch sehr viel schneller weg. Okay. Das tust du dann einfach nur, wenn der Haupt-Deacon hier gleich vorne spawnt. Und der Fight ist sehr straightforward, ne? Es gibt immer einen, der rot leuchtet. Das ist zwar nicht. Einen, der rot leuchtet, wenn wir den killen, machen wir an der Haupt-HP-Leiste Damage. Da hinten. Und ansonsten Bewegung ist immer hier nach vorne, damit wir den ganzen Raum so nach vorne pullen. Ah, damit, wenn die hinten spawnen. Richtig, dass wir da nicht die ganze Gruppe um uns rumstehen haben, sondern alles hier schön vorne gesammelt ist. Ah, schön weit weg. Okay, ich habe das tatsächlich nicht gecheckt, glaube ich. Ich glaube, ich habe einfach alles abgemetzelt bis. Oder? Ja, ich dachte erst bei dem, wo die Kerze leuchtet, aber das ist ja bei allen so abwechselnd. Ja, genau, das ist immer so das rote Licht. Ne? So, jetzt spawnt hier der Hauptboy. Wir machen das Feuer an. Der wird gut jetzt versehen. Kurz auf Stamina recken und. Krass. Weg mit dem Altersheim. Altersheim abgeschlachtet. Komplett weg. Und weg. Boah. Und Deacons sind geschafft. Und jetzt geht's zu Pontiff. Pontiff Sullivan, wie ich finde, einer der coolsten Bosse im Spiel. Safe. Ich hab den mit so einem Ekel-Controller gemacht. Oh, furchtbar. Ja, also die haben den komplett auseinandergebaut und da so Kleber dran geschmiert und Moos dran und so. Ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast. Diesen Part habe ich verpasst tatsächlich, aber ich kann mir vorstellen, wie terror also, das war. Linker und rechter... der rechte Stick ging nicht und die Pfeiltasten gingen nicht. Geil. Das heißt, ich konnte meine Sicht gar nicht einstellen. Ja. Und ich konnte auch keine Items switchen. Oh mein Gott. Und alles andere war klebrig und widerlich und schwer zu drücken oder das sonst geil, was. Und genau dann habe ich ihn geschafft. Wirklich? Ja. Mit dem Try? Ja. Das finde ich geil. Aber sowas finde ich dann immer geil, weil dann denkst du so, okay. Ja, aber das hatte ich so oft, weil irgendwie, wenn man ein richtig krankes Handicap hat, strengt man sich nochmal gefühlt 10-mal mit. Ja, ja, safe. Aber dann würde ich das echt schaffen. Hinter uns kommt der Rattenhund oder was immer so ist. Ja. Wir bleiben ungefähr hier Krokodil stehen. Krokodil oder was ist. Und gib mir zwei auf den Kopf. Da ist nämlich gestaggert. Woher hast du jetzt genau gewusst, dass du genau da stehen bleiben musst? Der springt immer zur gleichen Position. Das heißt, wenn ich weiß, ich bleib ungefähr hier stehen, bleib da vor mir. Und also du hast hier diese... Hast du die abgezählt oder was? Nee, ich merk's mir einfach an dem Schneespot hier. Hier ist kein Schnee. Ja, okay. Und merk mir dann, hier ungefähr muss ich stehen bleiben. Und dann gebe ich dem zweimal ein L1. Und dann, wenn ich genug Damage auf den Kopf mache, ist er gestaggert. Ist das krass. Und der gibt es auch einen coolen Ring. Der nämlich sehr gut mit unseren Items synergiert. Der sorgt nämlich dafür, wenn wir sukzessive Attacken machen, also immer wieder L1, 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 ja, machen wir immer mehr Damage. Ja. So, hier gibt es jetzt doch mal einen kleinen Trick gleich, wo wir ein bisschen skippen. Boah, ich muss sagen, es ist immer so unsatisfying zu sehen, wenn du an einem Item vorbeiläufst und es nicht aufsammelst. Ja, das ist ganz schlimm, oder? Der innere Monk denkt so, sammelst doch bitte ein, was ist es? Ich weiß es nicht. Egal, was es ist. Irgendwas, Kacke, nimm die Kacke mit da. Hier müssen wir mal raus, weil... Die sehr adretten Leute hier. Von jo, diese Patrouille da. Ja, ja. Die Römer. Mit dem Feuerstab auch in allen möglichen. Die wollen wir, auf die haben wir gar keinen Bock. Ja. Deswegen skippen wir den Part. Ich hoffe, ich krieg's hin. Aber zumindest die Skips. Rostige Münze, ja. Die Skips habe ich bislang ganz gut hinbekommen. So, das ist wieder so ein Maus-Tastatur-Ding.
Wir arbeiten da so ein bisschen mit unserer Seelenanzeige. Versuchen. Kurz mal Tüte beiseite schieben vom Monitor. Versuchen die so ein bisschen. Du siehst ja rechts unten diesen Stein. Ja. Daneben wollen wir die ungefähr so stehen haben. Dann cast ich Spook als Spell und drücke einfach W und Shift, um in die Richtung zu laufen. Und wenn ich zwei Schritte mache auf die Treppe, springe ich. Schade, beim ersten Mal hat es nicht geklappt. Und da geht es dann runter, okay. Genau, wir können tatsächlich out of bounds springen, also einfach so über ein Geländer, wo man sich immer denkt, das funktioniert niemals in einem Souls-Game. Funktioniert es? Ist das richtig so? Ja, doch, das müsste eigentlich so sein. Das ist leider eine Lightweight-Maus, das heißt jede feinste Berührung. Ja. Ich glaube, da spielt man dann einfach mit einer super schweren Maus. Man kann tatsächlich die Maus jetzt umstellen, in der Option, dass man kann die einfach auf 0 stellen, dann bleibt es immer an der Position. Sowas finde ich immer am krassesten. Ja. Immer wenn ich das sehe, ich finde das, egal welches Game, das ist für mich immer das Krasseste. Ja, und was wir jetzt im Prinzip gemacht haben, wir haben diese ganzen Patrouillen geskippt und sind hier in dem Wasserbereich, wo wir dann gleich zum Pontiff reinkommen. Das heißt, wir haben uns einfach nur Laufdistanz und nervige Gegner im Prinzip gespart. Und was man so macht. Es ist echt ein sehr angenehmer Skip. Ich überlege gerade, ob wir saved. Nee, wir machen es nicht. Sehr angenehmer Skip, weil der ist sehr easy zu lernen. Also du achtest echt einfach nur darauf, dass deine Kamera richtig ist. Und dann springst du, wenn du deinen Fuß zum zweiten Mal die Treppe berührt. Und springst einfach und dann hast du eins. Also, den könntest du auch in, sag ich mal, 5 Minuten lernen. Ja. Das sind immer die geilsten Skips. Ganz schlimm sind so Sachen wie... Ah, die Ute. Ja, ja. Hier, die haben wir gar keinen Bock. Genau, jetzt kommen hier gleich die Doggos, die ganz schlimm sind. Ich hoffe, wir haben gutes RNG. Das muss man wirklich einfach so sagen. RNG ist hier wichtig, damit wir nicht von den Teleport-Doggos irgendwie komisch angesprungen werden. Und da kommt nochmal der Invade. Genau, den gibt's hier nicht. Wir sind hier offline. Und zack, weg mit dir! Einfach one-hitted, Alter. Nee, aber das ist doch ein PvE-Invade. Ja, aber dadurch, dass wir in Steam offline sind, das meinte ich vorhin, kommen auch keine PvE-Invades. Ach so, ich dachte, du willst einfach nur verhindern, dass irgendein Rando dich invadet. Nee, tatsächlich. Wir können, es kommen keine PvE-Invades, genau, wenn man Steam offline spielt. Richtig, du PvE-Invades, bis auf diesen allerersten, den wir da am Anfang hatten, gibt es keinen einzigen, der kommt. Lol. Was heißt, super essentiell ist für uns. Damit wir halt auch an jeder Stelle einfach rausbitten können aus dem Spiel. Krass. Weil gerade gefragt wurde, das ist schon mal passiert. Das ist kein First. Aber ich muss sagen, immer wenn ich diesen Ritter da sehe, muss ich an Donnie denken. Weil ich kenne so eine Szene aus Donnies Playthrough, wo er hier bei Dark Souls 3 war. Und hier, glaube ich, 15 Mal in diesen Raum reingelaufen ist. Immer wieder von dem da oben beballert wurde. Der da vorne hat ihn weggesmashed. Es war ein Bild für die Götter. Geil. Muss ich mir mal geben. Alter, das stresst auch. Ja, nee, der Stress kommt jetzt. So, wir müssen so ein bisschen unsere Stamina haushalten. Wir haben halt keine HP, keine Stamina. Wir sind basically one hit Meister. So, und die sind auch wieder Feuer anfällig gewesen. Wenn man die mit Feuer berührt, rollen sie sich auf den Boden. Ja, ja, ja. Das ist irgendwie gefühlt jede zweite Unit. Hier müssen wir ganz schnell rausbitten. Wir wollen keine Doggos mehr hinter uns haben. Ja. Ich werde auch einmal den Shortcut aufmachen, einfach zur Sicherheit. Ja. Weil ich vertraue heute nicht so ein bisschen in meinen Skill. Und ich glaube, Pontiff werde ich nicht First Try schaffen. Wäre doch geil, aber ich will lieber auf Nummer sicher gehen. Vor allem, dass wir diesen Weg durch die Hunde nicht immer wieder gehen müssen. Weil es gibt ja direkt vorm Bossfight, wenn man nach links geht. Oh, alles gut. Musst du was machen, Frau? Ja, ich würde einmal kurz, ja, weil ich sehe. Oh, warte. Oh, shit. Schnell wieder rein. Alles gut. Warte. Ich bin gleich safe, dann können wir was machen. Warte, ich gehe hier einmal kurz raus. Das triggert mich schon die ganze Zeit. Also der Chat so ein bisschen rauspiekt. Der ist so ein bisschen vor der Kamera. Yes. So. Also. Ah, nee, jetzt. Ist der Chat nicht auf? Zack. Auf geht's. Ja, ich finde, du erklärst das alles sehr schön. Ich versuche es halt immer, ich habe mir angewöhnt. Ich weiß, wie oft es vorkommt, dass einfach Leute gerade komplett frisch reinkommen und einfach gar nichts raffen. Ja. Deswegen habe ich mir einfach angewöhnt, immer wenn ich so einen Run mache, ich versuche alle auch noch zu erklären. Jeden Run immer zu erklären. Wirklich, jeden Run. Leute, die es kennen, die denken sich auch so, gut, ich höre es ja zum 50. Mal. Aber ich finde es mal ganz cool, Leute einfach abzuholen, weil es ist einfach nicht nahbar für viele. Ja. Gerade wenn es halt um so wirklich spezielle Tricks und Skips und sowas geht. Ja. Und da will ich lieber einfach, dass jeder irgendwie abgeholt ist.
Ganz oft ist es so mittlerweile so, dass viele Leute es einfach dann erklären. Sehr viel Angst. Kein Bock auf die 30 Leute hinter mir. Wie schwer war es für dich, da reinzufinden? Gibt es so Guide-Videos für Dark Souls 3? Bestimmt wahrscheinlich, oder? Speedrun-Guides? Oder ist sowas sehr rar? Teils. Also es gab tatsächlich einen auch sehr guten Speedrunner, der auch sehr viel wissenswerten Content dazu gemacht hat und viele Skips beschrieben hat, wie seine Setups aussehen, wie man sie macht. Hat auch immer seine Tastatur und Controller-Inputs eingeblendet, was für mich das Größte und Wichtigste immer ist, damit ich auch wirklich nachvollziehen kann, wann, in welcher Situation, was, wie gedrückt wurde. Ja. Also Dark Souls 3 Stunden Spiel, da hast du sehr viele Ressourcen und kannst dich sehr gut reinfinden. Okay. Aber es gibt auch Speedruns, da ist es wirklich sehr rar und du musst dich so ein bisschen auch zusammenreimen in gewissen Runs, weil, was da gemacht wird und wieso. Ja, RBTV, also die Rocket Beans, die haben ja auch so ein Format, wo sie ab und zu einen Speedrunner einladen. Genau, Speedrun da alle, ne? Genau. Und haben sie zum Beispiel auch mal Gothic 2, glaube ich, gespeedrunnt. Mhm. Und da hieß es halt eine sehr kleine Speedrunner-Community im Vergleich. Mhm. Und die tauschen sich aber gegenseitig so aus, wenn sie irgendwas entdeckt haben. Ja, oder. Aber ich glaube, da bei solchen Spielen ist es zum Beispiel super schwer, glaube ich, vielleicht jetzt auch gerade genau bei Gothic 2 nicht so, aber jetzt diese nicht so krassen Mainstream-Games, dazu was online zu finden. Voll. Also da hast du meistens halt so diese kleinen Titan-Communities, die auch super hilfreich immer sind. Ne, und gerade dann so auf so einem Discord-Server so sich versammeln und da gegenseitig die Infos preisgeben und den Leuten die Inputs geben, wie man was macht. Aber wenn du halt einfach so den Run anguckst und denkst, ey, ich hab voll Bock, das nachzumachen und dann irgendwie erstmal 5 Stunden an Research betreiben musst, bis du halt irgendwie mal zusammen hast, wie man überhaupt anfängt, das Spiel zu runnen. Gerade wenn es dann um sowas geht wie hier bei Dark Souls, eine alte Version zu installieren, dann musst du dich erstmal da gefühlt durch in ganz Steam reinhacken, um so ein altes Depot von Dark Souls auf einen gewissen Patch zu finden. Das ist ganz schlimm. So, jetzt würdest du sagen, auf welchem Platz wäre dieser Boss, so von schwersten Bossen im Game? Im Speedrun oder allgemein? Allgemein. Ich würde sagen, er ist schon so in den Top 5. Ja? Ja, safe. Und Speedrun? Speedrun ist ein bisschen RNG-abhängig, kann er sehr easy sein oder einfach eine kleine Bitch. Okay. Ich überlege gerade, ich glaube, Feuerpapier mit sich. Pontiff Sullivan war anfangs als Endboss gedacht. Oh, der hat auch ein krasses Kit, also. Ja. Aber weißt du, was er auch hat? Er hat auch eine sehr große Schwäche, die zeige ich euch jetzt, nämlich sein Feuerschwert ist seine Schwäche. Kann man parryen. Richtig, aber nur das Feuerschwert. Ja. Ich mich gerade wie mit. Oh Gott! Die UFO hin. Oh Gott! Okay. Also da lässt er dir Pause, so nicht. Schön. Also, na, geht so runter. Perry ging tatsächlich nicht ganz durch. Oh, ging durch, ja, aber jetzt kannst du dich heilen. Oder wird ihn komplett burst. Jetzt kommt die Explosion und Klon, ne? Ja. Jetzt schnell beide bursten oder was? Oh, das ist unlucky, oder? Ja. Ja. Tatsächlich. Bitte mach deinen Klon! Jetzt. Und jetzt aber das Feuer weg. Ja, aber es ist stimmt, weil man genug Damage gemacht hat. Also, es trotzdem stirbt. Okay. Boah! GG. Junge, ey. Aber das war mein Herz. On the edge. Also, dass der da wirklich. Das war on the edge. Der hat eigentlich das perfekte. Also eigentlich wäre es ein perfekter Fight so von den Attacken, die er gemacht hat. Ich hätte ihn da direkt einen zweiten Parry reindrücken können am Anfang. Ja, hat man einmal gemerkt, der eine Parry war nicht ganz so ein Flieg und dadurch ist der Fight dann voll aus dem Ruder gelaufen. Ja, genau, aber ich habe es so irgendwie gesandwiched einigermaßen. Ja. So, ja, alles gut. Jetzt machen wir uns auf den Weg zu Aldridge. Der in meinen Augen für den Speedrun ein richtig schwerer Boss ist. Okay. Es gibt einen Trick, wie man auch bei ihm, ähnlich wie bei den Abyss Watchern, die KI brechen kann. Aber das fand ich irgendwie nicht so geil, weil für mich war es fein, so in den ersten Abyss Watchers, ich komme da mit Level 1 basically an, ist okay für mich da ein bisschen zu cheesen oder zu glitchen. Aber ich finde, in so einem späten Teil vom Run will ich die Bossfights lernen und ich will wirklich das Erlebnis gegen den Boss haben. Und deswegen ist das so ein Trick, den ich einfach zum Beispiel nicht anwende, weil ich finde es spaßiger ohne, auch wenn es quasi langsamer ist. Das ist für mich immer so ein bisschen auch die Abwägung, wenn ich so einen Speedrun mache. Check ich. Wie cool ist der Run an sich? Nicht,
wie lange brauche ich, wie viel Zeit muss ich investieren, einfach wie viel Bock macht mir der Run selber zum Spielen. Und das ist für mich auch immer das Wichtigste. Deswegen mache ich meistens auch Runs von Spielen, die ich eh richtig geil finde. Und dann suche ich mir von diesen Spielen, von den ganzen Runs, die es da gibt, halt den coolsten aus, der mir am meisten Spaß macht. Fun Fact, wir hatten vor 2 Jahren oder anderthalb mal ein Hauptkanalvideo geplant, wo ich quasi komplett meinen Progress zeige, wie ich Pedersen und Findus speedrunne. Really? Und halt wirklich auch in die Top 3 weltweit komme, weil das ein Game ist, wo es so wenig Competition gibt. Dass es möglich ist auch. Dass es dann wirklich möglich ist, in die Top 3 oder so zu kommen. Ja, ja. Und es gibt aber ein... Also eigentlich war der Plan, Platz 1 zu kommen. Ja. Und ein Spiel zu finden, so, keine Ahnung, Löwenzahn 4 oder so, wo das möglich ist, genau. Mhm. Weil es aber niemand speedrunnt oder nur so ein, zwei Leute mal aus Joke mal was gemacht haben. So, jetzt gab es aber einen Schweden, der hat jeden Pedersen und Findus-Teil so dominiert, stundenlang, tagelang, wochenlang gestreamt. Immer. Ey, das war krank. Keine Chance. Und der Effort war dann doch viel zu viel für ein wöchentliches Video. Weißt du, was ich meine? Ey, das Ding ist, das hast du bei jedem verdammten Spiel. Wie oft ich mir schon ein Spiel gesucht habe, wo ich dachte, geil, nur 5 Leute haben es gerannt. Dann gibt es trotzdem immer diese eine Person, die 20 Minuten schneller ist. Eine Person übertreibt. Ja, wirklich, die komplett dran. Weil sie weiß, damit schrecke ich so viele Leute davon ab, das überhaupt zu versuchen. Ja. So, wir dupen hier gerade wieder ein paar Seelen. So. Das heißt, wir nutzen die und nutzen nach Spook plus Wurfmesser, um einfach ein paar mehr Seelen zu bekommen. Willkommen in Anno Londo. Richtig. Ich gehe jetzt nochmal leveln. Ich will es einfach ein bisschen safer machen, damit wir die auch gut durchkommen. Deswegen mache ich so ein, zwei extra Level-Runden zum Firelink Shrine. Aldrich fand ich auch easy. Aldrich fandst du so easy? Ja. Für mich ist es einfach nur sehr, sehr krass abhängig, wer so die Attacke ist, die genutzt wird. Aber im Großen und Ganzen finde ich Aldrich auch sehr. Ab dem Moment, wo ich gemerkt habe, okay, wenn er in die Luft schießt, renne ich einfach nur weg. Ja. Ich meine, dann hast du noch diese Geschosse, wenn er das kombiniert mit ein, zwei fiesen Attacken. Mhm. Das fand ich schwer, aber ansonsten, ich glaube, ich hatte den Second Try. Second Try? Ja. Okay, das finde ich krass. Aber ich finde allgemein, du bist... Ich glaube, du hast einfach Dark Souls 3 und so, wie die Bosse funktionieren, einfach sehr... Du hast dich sehr gut aufs Spiel einlassen können, glaube ich, und auf die Mechanics von den Bossen. Ich glaube, ich bin ganz gut darin, möglichst schnell zu analysieren, um so... Genau, genau. Ja. Du musst dich irgendwie... Weil ich eigentlich... Ich glaube, es liegt daran, weil ich habe bei jedem Dark Souls Teil, also bis auf den ersten, so, aber den habe ich 5 Jahre vorher mal so ein bisschen gespielt, aber eigentlich habe ich jeden Dark Souls Teil immer nur mit einer Peitsche im Rücken spielen müssen. Ja, ja. Ne? Also auch nicht für mich privat mal vorher oder so. Mhm. Und dadurch ist es einfach wirklich Krieg für mich. So, es geht um Leben und Tod. Ja, ja. Und aber da muss man einfach möglichst jeden Try nutzen, um irgendwie krass was herauszufinden, zu improven. Und dann merkt man auch oft, wie Dinge sich aber auch ein Stück weit wiederholen. Oder, ja, ja. Ja, Themen oder so, sag ich mal. Ich habe gerade gesehen, Divi ist gerade im Chat. Divi war tatsächlich einer der Gründe, weshalb ich damals überhaupt mit dem Run angefangen habe. Cool, Grüße. Weil wir hatten damals so ein kleines Battle gemacht. Wir haben quasi immer wieder gerunnt. Und wenn einer die PP hat, also die bessere Zeit von beiden, dann war der andere dran und musste es quasi versuchen zu unterbieten. Ja. Ich glaube, Holly hat auch ein bisschen Dark Souls 3 gespielt. Ja, Holly hat sogar sehr viel gespielt. Ja. Und er hat, glaube ich, auch von den Deutschen eine der besten Zeiten, wenn nicht sogar die beste. Really? Ja. Ja, das ist wieder die Schöne. Sag mal, habt ihr schon mal Dark Souls 3 die Erledigung gemacht? Nee. Aber Matteo meinte tatsächlich, er wäre nicht abgeneigt, dass vielleicht das ich würde das jetzt einfach stattfinden lassen, wenn ihr das nicht macht. Da habe ich auch schon Matteo gefragt, ob das fein ist so. Ich habe überlegt, kann ich hier auch mal sagen. Ich fand das halt immer ultra geil, wenn es DLDU gab und als ihr das gemacht habt. Das war ja sogar dann auch die Male, wo ich dann doch mal gestreamt habe. Ja, ja, ja. Und weil ich es wack fand, irgendwie zu practicen und dann, ne, es ist ja so schwer. Ich hätte ja immer wieder recorden können, weißt du? Ja, ich dann klar. So, also da muss man schon live streamen. Sorry, jetzt erzähle ich das gerade während des Postfights. Erzähl weiter. Ja, und ich wollte einfach nur sagen, für mich war jetzt klar, wenn ich jetzt daily streame und... aber auch mit Dark Souls 3 durch bin, dann will ich das sehr regelmäßig veranstalten, auch richtig mit Liga und mit Moin Jungs und mit einer Tabelle und wirklich fest so einmal im Quartal oder vielleicht sogar einmal im Monat würde ich gern so hosten.
Weil das fand ich immer sehr schade, dass es bei euch sehr unregelmäßig doch war. Es war halt so ein bisschen, wenn ja jemand gerade einen Kopf für hatte oder Bock drauf hatte. Ja. Alter, ihr habt übel zu fahren. Jo. Ja, eine Frage. Ihr habt übel zu fahren. Nein, ich habe eine Frage. Wie bitte? Digga, das ist so krass für mich. Da müsst ihr Soon fragen und Dan. Wir waren schon, Digga, wir wissen, dass sie wahr ist, aber für mich ist das so. Für mich ist das wirklich bahnbrechend. Weil das 7 Jahre alte Wette ist. Das ist halt wirklich passiert. Ja, vor 7 Jahren, wie alt wart ihr da? Norax, wie alt warst du? 13. Norax war 13, als Matteo getweetet hat, er wird Eis von meinem Schwanz essen. Da war ich gerade 18. Ich war volljährig geworden. Ich war 16 Jahre alt. Du hast ja einfach den Kindertisch bei dir. Also meine Söhne, die ich manchmal. Ich bin jetzt hier eine Woche in Köln, aber sehe ich die mal wieder. Auf dem Level, es ist halt so uns Youngstars sozusagen, uns Youngins, auch so viel egal, weißt du? Ja. Also ich küsse alle meine Homies, aber der Scheiß ist wirklich noch so im Bar. Ja, ja, das klar. Das ist krass. Ich glaube, ich würde mich das nicht trauen, meinen Kopf auszuwippen hier. Hast du mich den Schwanz rausgeholt und Eis raufgemacht? Ja, aber nee, vorher konnte. Das Geile ist, es war nicht nur, das ist logisch. Es war nicht nur Eis. So logisch fand ich das. Sagen, war logisch war es gar nicht. Ja, wenn man. Ja, ich check schon, aber. Das Geile ist, es war nicht nur Eis. Es war Ben & Jerry's. Ja, vegan. Peanut Butter. Ja, Peanut Butter. Das finde ich nice. Das ist kranker Scheiß. Das sind krasse Gegner. Da habe ich mir ein Video zugeguckt, wie so die Hitboxen, weil das sind wirklich Projektile, die ganz schnell zu einem fliegen. Ja, aber das ist auch so Teil meiner Brand. Ich bin mir für keinen Scheiß zu schade und da bin ich irgendwie ziemlich stolz drauf. Ja, das ist geil. So, keine Ahnung, auch so MC Thunder Dreh damals und so, da habe ich viel kranke Scheiße gemacht während des Drehs. So, ich glaube, es ging gut mit mir dann als Protagonist, sag ich mal. Und ja, mir ist es einfach wichtig, dass nicht immer nur Scheißgelaber im Internet ist und so Trash Talk, sondern dass man dann auch delivert. Ah, jetzt musst du wieder rausquitten, weil hier würdest du sterben. Richtig, richtig. Okay. Wir brauchen einen krassen Fox-Fan. Haben die vorhin, to be fair. Haben die wirklich, ja. ViewerInnen, die jetzt gerade Matteo ist jetzt einfach ein Emote bei mir. Ist das so? Ja. Geil. Achso, den meinst du, ja. Chat, es ist scheißegal, ob ihr gerade auf der PSP guckt, auf den Nokia Flipboard, ob ihr im Bett liegt. Jeder schreibt jetzt hier einen fucking Kopf rein, Alter. Alle. Yo, du eigentlich. Ich kann es nicht genau erkennen. Habe ich Aldridge abgehakt eigentlich? Ja. Okay, perfekt. Ich hab's dran gedacht. Genau so, Chat. Fuck. Chat ist eine Einheit. Scheiße, verschrieben kommt von hinten. So, welcher Boss kommt jetzt? Jetzt kommt Jorm. Der hast du ja auch. Der Riese, ne? Ja, genau. Der hast du ja auch mit deinem besten Bro gemacht. Ja. Yo, der hat mich komplett gecarried. Und dann schreiben mir Leute danach in Chat, dass Maxim den. Ohne Sigmund oder Sigwart und so ohne dem Schwert gemacht hat. Ihr seid fucking Gewinner, Mann. Danke, Mann. Danke, Mann, vor allem Leo. Gewinner-Handschlag. Oh nein! Ich hab losgelassen. Alles gut. Oh, was? Was passiert? Ich glaube, hier kam gerade irgendwas Krasses rein. Kam irgendein Raid gerade? Ich weiß nicht, ob es ein Raid war. Was gerade passiert? Ich habe auf jeden Fall einen Alert gehört. Ja, dann war es ein Raid bestimmt. E-Guy Raid. Ah. Grüße, geil. Nice, der hat, glaube ich, vorhin da aufgelegt. Der hat hier aufgelegt. Ich glaube, der hat hier aufgelegt, hinter uns. Ja, wir machen gerade Speedrun. Leon macht einen Speedrun und erklärt mir, was er da tut in Dark Souls 3. Wir sind schon recht weit, ihr seht es rechts oben. Genau. Rechts oben ist jetzt nicht so auf beste Zeit, sondern eher auf Erklären und ist so ein Showcase. Genau. Das heißt, einfach auch Leute abholen, was so gemacht wird, wie so vielleicht. Tricks grundsätzlich funktionieren. Wie die Mechaniken so auch, die man nutzt, so funktionieren und warum man was macht und wie man das Spiel glitcht und bla bla bla. Also herzlich willkommen, setzt euch hin, holt euch nochmal ein Lifestyle-Getränk. Was ich ganz geil fand. Und lasst einen Follower da. Aber auch bei Leon. Macht mal Shoutout Bonjwa bitte. Einen eigenen Kanal habt ihr auch teilweise, ne? Teilweise, ja, aber eigentlich, also hauptsächlich sind wir eigentlich nur auf dem Bonjwa-Kanal live. So, Jorm, ne? Der ist ja ein bisschen special. Und du bist ja auch ohne Sigwart da. Genau. Wir machen die komplett ohne. Wir machen es quasi auch mit der gleichen Waffe, die Sigwart auch benutzt. Ja. Nämlich den Stormbreaker heißt er, glaube ich. Einfach hier. Mal getunnelt. Ja, der Sturmbrecher. Ich muss einmal ganz kurz gucken, ob ich eine Fatroll habe jetzt. Ja, habe ich. Muss ich den hier, glaube ich, ausziehen? Ne? Muss ich noch weg? Okay. Geil, Abfahrt. So, nämlich der L2 ist das Besondere. So ein bisschen wie
mit Rykard in Elden Ring. Weil also, Rykard ist ja neben dir. Ja. Nach und vor. Ja. Den gab's ja zuerst. Was machst du da gerade? Warum? Also wir versuchen hier den L2 aufzuladen. Aber der ist gerade nicht so, was sein Deckset dann Bock angeht. Und du willst irgendwie auf die, weil ich habe selber ja nie genutzt, so stärkste Stufe. Genau, du möchtest aber weiß Leute wie jetzt. Ah. Wenn wir den jetzt gleich nutzen, dann können wir einen heftigen Hit machen. Wir brauchen insgesamt 5 Stück davon, um ihn zu töten. Okay. So, wir wollen aber seine Angriffspattern zum Beispiel fand ich nicht so schlimm. Ja, ja. Sehr angenehm. Ja. Ist so wie so ein typischer Riese. Ja, ja, richtig. Wir müssen nur, wenn man versucht, das Ding hier aufzuladen, der den ganzen Tag auf einen einkloppt. Ja. Aber deswegen will man halt möglichst nah so an seinen Füßen chillen. Guck mal, jetzt hast du direkt wieder. Gut. Genau, wenn der gerade einen Passwechsel macht. Ja, wir wollen die Attacke wollen wir gerne triggern. Ah, okay. Weil wir dann for free das Ding hier aufladen können. Gut, das war knapp. Aber getradet. Ist aber durchgekommen. Genau. Ja, den nicht. So, hier schön zwischen den Beinen. Macht den perfekt. Den wollen wir. Geil. Und der ist weg. Gut. Nice. Das sah im Prinzip nicht so anders aus wie bei dir. Ja. Ja, war sehr viel anders als bei mir, weil ich habe ja die Waffe gar nicht benutzt. Ja, aber eigentlich habe ich ihn die ganze Zeit nur getankt und ein bisschen genervt, während Sigvard hinten einfach drauf gejietet hat. Aber ich finde, das war eine gute Gruppendynamik. Ja. Säge, Lupe, Säge, Lupe, Zigarre. Lupe, Zigarette. Zigarette. Ja. dieser ist Stream ist so ein Unfall. So, ich überlege gerade. Direkt. Ich hab das hier Max. Henke. Ich tue es ab. Haus rein. Frohes Schaffen noch. Ja, Henke, mach's gut. Ihr macht das. Halt ihn hart. Säge, Lupe, Zigarette. Für unsere amerikanischen Zuschauer, Saw, Loop, Cigarette. Vielen Dank. Falls wer zuschaut. Richtig. Grüße gehen raus nach Amerika. So, für den Run hier bei dir natürlich der wichtigste Moment. Geil, Oma töten. Oh mein Gott, das habe ich noch nie gesehen. So richtig in einer Blutlache. Ja, genau. Chat, das wäre jetzt satisfying für euch. So sieht es quasi aus, wenn man sie nicht früh angreift oder tötet. Ja, einfach ausgeweitet, auf dem Teppich. Genau, man wird, nachdem man die ganzen Lords gemacht hat, wird man hier hingeportet. Ach, krass. Man muss sie töten, oder sie stirbt von alleine auch, aber so geht's schneller. Aber was ist die Lore dahinter, weißt du was? Nee. Scheiß drauf, aber da liegt halt eine Oma im Dreck und man sticht sie ab. Drauf. Genau, und dann will man hier den Kelch platzieren. Endlich! Und während man das macht, wird man halt von hinten vom Dancer, von der Dancerin. Ja. Nee, ich glaube, es ist ein Dancer. Ich dachte, es ist eine Weiße. Nee, weil es ist irgendwie das. Guck, ist auch die Tänzerin des Nordmetalls. Okay, aber dann gab es, glaube ich, irgendwas, die Seele oder das Schwert war dann des Tänzers? Nee, was war denn das nochmal? Oh, Split? Oh, danke. Irgendwas hatten wir da on stream, wo ich auch gedacht habe, da war ich auch mal irritiert. Was ist denn jetzt? Naja, was auch immer. So, zweite Phase ist Beyblade, ne? Das war heftig. Aber auf Beyblade scheißt du? Ach, einfach hinter ihr? Digga, man ist einfach hinter ihr. 6. Ah, warte. 6 über den Rollen. Einfach hinter ihr sein. Bei Phasenwechsel. Oh. Phasen 2 will man eigentlich so lange erleben. Das sind wirklich wilde Attacken teilweise. Oh, du hast keinen Estus mehr. Nee, aber brauche ich ja nicht. Okay, krass. Aber war knappi. Holy shit. Leon, der größere Tänzer. Ich wurde abs weggedanced. Weggedanced, ja. Das ist wirklich ein Tanz, der Boss fight. GG, Mann. Easy. Easy so, clap. Easy clap. Wir gehen aber kurz nochmal einen kleinen Level-Tour machen. Wie gesagt, spielst ein bisschen sicherer, als ich normalerweise würde. Normalerweise würde ich die ganze Zeit mit den... Du weißt, erinnerst dich ja, als wir 39 Decks gelevelt haben. Ja. So würden wir die ganze Zeit bis jetzt spielen normalerweise im Run. Ach krass, okay. Also man ist halt wirklich Full Risk. Ja. Aber ich will hier ein bisschen zumindest das Risiko rausnehmen. Ich wollte hier schon mal meine Level verteilen. Das Waffenlevel kommt dann danach. Ja. Den Bone Shot habe ich, glaube ich, noch. Den kann ich verbrennen hier. Ich würde uns der Essos mehr heilen. Lore, die Oma ist die Ziehmutter von Lothric. Ist ja Lothric's Castle. Die Tänzerin ist von Pontiff Sullivan hingeschickt, um die letzte Verteidigungslinie da zu sein. Mm. Mit der Schüssel trustet dir die Oma, dass du Lothric erlöst. Okay, krass.
Lothric war doch... Platibor, danke. Einer der Prinzen. Genau, das war auch derjenige, der quasi nicht die Thronfolge antreten konnte oder so. Ich glaube, das war so ein bisschen die Lore. Ja, der auf dem Rücken oder der auf den Knien? Also der, Matteo oder ich? Ich glaube, der Kniende, oder? Hm. Matteo. Ganz sicher. genau, aber ich glaube, der nächste Boss ist dafür, was Lord angeht, auch relevant, nämlich hier Osiris, der immer nach seinem guten Ocelot schreit. Man hört ja während des Bossfights gleich, wenn wir gegen ihn kämpfen werden, dass er die ganze Zeit so ein Baby kreischt. Aber ich habe mir zumindest gelesen, dass die Lore dahinter ist, dass er halt so super versessen darauf war, so ein Drache zu werden und dann irgendwann im Wahn sein Baby gegen die Wand gesmashed hat. Mhm, krass. Und dann wurde es ein Krüppel. Genau, und deswegen ist er so die ganze Zeit so verlost und denkt die ganze Zeit, ey, wo ist hier mein Baby? Die Prinzen, fand ich auch knackig. Die Prinzen, ja, die sind auf jeden Fall sehr knackig. Und vor allem... Mit diesem ganzen Geporter, Alter. Ja, ja, ja. Aber mir fällt gerade auf, ich könnte noch ein paar Seelen gleich dupen. Ah, wieder ein bisschen reinhängen. Genau, einfach... Oh, der schnappt mehr. Jo, hier die scheiß Schnecken in diesem Sumpfding. Das ist jetzt gar nicht so lang... Ist der hier drin? Upsi. Upsi. Das ist gar nicht so lang her von... für mich jetzt. Oh, 12. Hast du Scherbe? Ja. Da warst du jetzt auch relativ vor kurzem, ne? Ja, ich glaube so 3 Wochen. Leon macht das ordentlich. Ich mach's super ordentlich. Reiß dich zusammen. Das ist natürlich wichtig. Ist geil, ihr müsst euch vorstellen, wir sitzen hier vor so einer Launch, wo heute Sound Alert einfach gesagt hat, yo, wir machen eine kleine Party. Ja, genau. So Drinks for free und bla. Ja, und man merkt vielleicht ein bisschen. Ja, ab und zu kommen hier die Jungs und Mädels. Oh, ich bin toxic. Das ist schlecht. Das ist scheiße, ne? Weil das hält nicht lange. Das hält sehr lange. Müssen wir wahrscheinlich einmal doch reisen. Ja, ich muss jetzt nicht einmal zurückporten zum Bonfire. Du wolltest auch gerade irgendwas sagen. Ich hab's komplett vergessen, ehrlich gesagt. Achso, das Item ist wichtig, einfach nur, weil damit können wir eins der Endlevel dann für unsere Waffe machen. Deswegen müssen wir damit dran denken, weil da kann man schnell einfach dran vorbeisliden, wenn man versucht runterzugehen. So, ich versuche ein paar Seelen hier einzuverleiben. Jorm hier zum Beispiel. Schön hier bei den Leitplanken. Brauchen wir. Jo, was nehmen wir heute, Jorn? Deswegen ist der Part vom Run auch ein bisschen scary, weil normalerweise laufen wir hier so mit 250.000 Seelen rum. Ja. Das heißt, wenn wir hier sterben, ist es natürlich sehr scary. Digga, er wird wieder mitreisen. Kannst bitte einfach gehen. Aber er ist nicht dumm und rennt so straight einfach rein. Nee, leider. Digga, was ein Atze. Also das ist ja kurz Frechheit. Ist ja bodenlos, Alter. Ey, das fand ich so krass an Dark Souls 3, weil bei Dark Souls 1 und 2 dachte ich mir... Jo, ist ein altes Spiel so. Ja, aber ja. Dass bei Dark Souls 3 immer noch alle durch die Wand hauen, das ist so frech. Ich glaube, bei Elden Ring sogar auch. Ja, es ist einfach ein Feature mittlerweile. Ja, genau. Aber ich mach's dann auch. Bei den drei Engeln zum Beispiel oben habe ich richtig gefühlt. Wallabila. Das war First Time, oder? Dass der da... Ja, das ist noch nie passiert. So, Osiris gleich wird auch wild. Den fand ich auch ultra easy, war First Try. Der hat eine Attacke, die normalerweise mich one-hitten kann. Deswegen okay. Aber jetzt bin ich mittlerweile ein bisschen gelevelt, deswegen sollte es fein sein. Ja. Aber der kann halt seine ein oder anderen Momente haben, die ein bisschen unangenehm sind. Jo, stimmt. Captain Schnitzel bei Malik. Doch Captain Schnitzel, der hat immer durch die Säule gestochen. Ja, Der kleine Bastard, ey, wirklich. Das war so heftig, Mann. Was dieses Jahr alles schon passiert ist in meinem Leben, heftig. Jo, er ist so ein Zauber-Dude. Ich glaube, ich hatte auch viel Glück mit meinem Riecher, dass ich heftige Blitzwaffe hatte. Also viele Bosse sind auch, glaube ich, anfällig für Blitz. Blitz und Feuer sind so die Hauptsachen. Und ich bin halt, ich wollte halt unbedingt mal Glaube spielen. Bitte. Und da ist halt Blitz. Digga, der macht ja nur die eine Attacke. Bitte. Ist das normal? Nee. First. Ja, und bei Dark Souls 2 fand ich zum Beispiel Giant Greatsword mega nervig. Ich hab die gedual-wieldet. Aber bin dann geswitcht auf Degen und Dex. Aber Dark Souls 3 fand ich's richtig geil irgendwie. Ja. Giant Greatswords, die sind hier richtig nice. Einfach auch jeden Gegner gefühlt sehr früh zu staggern und so. Okay, hier gibt es jetzt auch nichts Besonderes zu beachten.
einfach drauf. Das ist so ein bisschen so ein Damage Race. Ja. Und er sprintet durch die ganze Arena rum, ist nervig. Man hofft aufs beste Pattern. Ja. Aber es ist recht straightforward, ne? Gerade wenn man ihn so gestaggert bekommt und wenn er in der zweiten Phase vor allem so viel sein Kreisel auf der Stelle macht, dann ist es mal ganz geil. Ja, war auch easy clap. Ja. So. Bin die ganze Zeit so am Vorausdenken, was kommt denn jetzt? Jetzt wird es gleich alles Nacht, ne? Genau. Jetzt kommen wir gleich zu dem Part. Den werden wir erst ein bisschen später machen im Run. Das okay. War auch eine. Jetzt wahrscheinlich dann erstmal Drachenpose und so. Genau, holst du die Drachenpose. Wir holen okay. Das Bonfire da vorne schon mal. Damit wir das später hin können. Ich weiß gar nicht, weißt du, was hier drin ist? Ich glaube nur ein Zauber oder so, ne? Ja. Ich glaube nichts Wichtiges. Okay. Ich vergesse ab und zu, was so in so Kisten drin ist. Wenn ja, auch viel einfach, Scheiße einfach auch mal. Wenn es oft genug einfach ignoriert hat, dann weiß man nicht mehr genau, was es ist. Ja. Das letzte, was jetzt kommt, ist tatsächlich auch der Würm. Hier der Drache. Da müssen wir hier hin. Oben. Der Boss, bevor man danach dann zu dem Nameless King kommt. Ah, okay. Wenn wir den haben. Ah, jo, ja. Dann. Ich finde, der Volldamage in Dark Souls 3 ist aber auch ein bisschen gottlos. Ne? Wenn man sich bedenkt, in Dark Souls 1 hätte ich ein Drittel verloren, hier bin ich fast tot. Und in Eldring ist eh gewürfelt, ja. Wie du dein Damage bekommst. Genau. Aber hier gibt es auch noch ein, zwei wichtige Items, die wir uns auf den Weg holen müssen. Hinter uns kommt jetzt der Gargoyle. Keine Ahnung, ich fange nochmal an. Yeah. Gargoyles in Dark Souls 1 fand ich auch viel krasser als in Dark Souls 3. In Dark Souls 3 sind es einfach so. Ja, ja, einfach so komische Trash-Mobs. Ja. Boah, hier hat so Schiss. Junge. Alter, die habe ich so ultra vorsichtig gemacht. Da hier, lass mir nichts anbrennen, hier mache ich die Tür auf, hole mir mein Item und verschwinde sofort. Nameless King, einer meiner Lieblingsbosse, same. Osiris, das ist der, ne? Osiris war der, den wir gerade gemacht haben. Achso. Der war der Vater von Lothric und Lorien. Ah. Da Lothric nicht Lord of Cinder wird, sucht er einen Weg stärker zu werden und liest sich die Sachen von Big Head Logan durch. Wird verrückt wie Logan, macht noch ein Kind und gewinne wer aus Dark Souls 1 und ja. Alles klar, danke. Casually halt. Aber kurz, casually die ganze Lore. Ja. So, warte, ich muss einmal hier die Geste tauschen. Wie geht denn das nochmal? Der Y, ja. Zack. Das finde ich auch so wild, ne? Das ist ein komplettes Gebiet. Da drauf. Verschlossen aber ist in der so Geste. Ja. Ey, und jetzt stell dir das mal vor, in einer Zeit ohne Internet. Weil früher war es so, man hatte Handbücher oder Komplettlösungen sich extra gekauft. Es war ein Business, Komplettlösungen zu verkaufen. Jo, Chat meinte, das erste Mal, ich muss da 3 Minuten sitzen bleiben. Hauptsache sitzen, irgendeine andere Pose. Und ich glaube, richtig viele dachten das auch. Also, es ist so Schrödinger manchmal. Bei denen ist das irgendwie 2-3 Jahre her. Die dachten, da muss man sich da hinsetzen. Ewig lange. 15 Minuten warst du da. Und ich muss sagen, der scheiß Drachenboss. Ja. Also, auf der einen Seite war es für mich die beschissenste Boss-Experience. Mhm. Einfach weil ich dachte mir, okay, der Boss an sich ist ja super easy. Man geht immer unter seinem Arsch durch, schlägt auf den Schwanz. Warum soll ich jetzt hier groß rumexperimentieren und suchen? Ja. Weil ich habe schon erkannt, okay, hier gibt es irgendeine spezielle Mechanik. Aber dann hat mich sein fetter Schwanz immer von der Terrasse... Ah, hallo Matteo. hat mich immer von der Terrasse gewischt. Es ist so terrible. Und das hat mich getiltet, weil er einfach so riesen fettes Vier ist. Wenn man den Boss normal macht, es ist einfach... eine furchtbare Experience und auch die ganze Zeit. Ja, aber er ist super easy. Ja, er ist super easy. Aber das Model wischt einen die ganze Zeit durch einen. Ja. So, was machst du jetzt? Alle? Wir versuchen einen relativ schnellen Kill auf ihn hinzubekommen. Okay. Die eigentlich das würde mich jetzt mal erklären, genau, interessieren, bei einem Speedrun. Ja. Was noch? Naja, wie jetzt der Boss gemacht wird. Genau. Normalerweise läufst du ja einmal die große Runde außen rum. Hast ja die ganzen Mini-Drachen, die da schweben und die ganze Feuerbälle spucken und die Riesenaxt auf dich werfen, die schlimmste Interaktion in meinen Augen ist. Leon, wenn wir hier gleich fertig sind, die haben uns alle so viel voraus. Das wird ein bisschen anstrengend. Es wird anstrengend, aber es wird irgendwie auch lustig. Ja. Wir wollen hier für den Fastkill gehen, das bedeutet, wir gehen hier vorne auf diesen Vorsprung, machen eine Jump Attack und versuchen, diesen Drop, den wir später machen, einfach hier vorne auf einem kleinen Podest zu machen. Okay, check, dachte ich mir. 1, 2, 3.
schade. Nochmal. Also ein bisschen einfach timingabhängig, wann du da diese Jump Attack machst, dass du dann den Insta-Kill bekommst. Lore zu alter Lindwurm gibt's nicht. Ne, der hat auch keinen Lore verdient. Die sollen mal Boris im Hintergrund spielen, ist so. Aber Wolfgang Petri geht auch hart. Ich hoffe nur, man hört es irgendwie dann... Nicht zu doll. Ja, weil dann müssen wir auf YouTube gucken, dann wird es wahrscheinlich geclaimed. Mann, das ist so schon ein hinter die Binde gekippt. Ja, ja. Sind die ganze Zeit am Römern. Also ansonsten machen wir das aber nochmal clean. Dann kann ich es vielleicht noch ein bisschen besser. Wenn es gar nicht geht als YouTube-Video. Dann komme ich nochmal nach Spandau vorbei und dann machen wir das richtig. Ja, generell, ihr seid auch eh immer eingeladen. Da ist er. Krass. Und dann hat man den Fastcare auf den Kollegen und muss nicht diesen furchtbaren Weg da außen rum gehen. Hat jetzt drei Attempts, aber ist ziemlich fein trotzdem. So. Hier kann man noch runterdroppen, weil hier ist ein Drink tatsächlich. Wenn man hier von hier oben runterdroppt. What? Ja. der auch ganz lustig ist. Also ist, glaube ich, einfach nur ein bisschen Resistenzen. Wer hat sich denn da alles gottlos den Helm lackiert? Einige. Alle. Viele. Boah, und hier haben sie auf mich gewartet, um mich hier zu invaden. Wirklich? Ja. Die Oma spawnt den Typ. Ja, ja. Und dann kam ein Spieler auch direkt rein. Oh mein Gott. Digga, das war. Aber ich so muss sagen, beschissen. Die geilste Situation, die du hattest, die ist auf mein rechts übrigens, weil der raushüpft. Die geilste Situation, die du hattest, war, als du meintest, das ist einer von euch, Chat. Oder schreib mal in den Chat jetzt. Ja. Schreib mal, wer du bist. Schreib mal bitte, wer du bist. Ja. Und ich hab so... Das war so geil. Ich hab's geliebt. Das war so geplant. Ich hab's einfach geliebt. Diese kleinen Arschkriecher wollen mich hier streamsnipen auf Ehrenlos in meinem Blind-Let's Play, wo ich nicht weiß, wann bin ich invadebar. Ja, ja, ja. Oh, und dann pick ich sie einfach zurück. Verstehst du, wie ich meine? So gehört sich's auch. So, hier müssen wir auf die kleinen Kuller-Dinger hier aufpassen. Die sind nervig. Junge, die einfach Ramos auf Crack, ey. Lord zu Nameless King, erster Sohn von Gwyn, genau, das wussten wir. Soll König von Londor werden. Hat keine Lust und will lieber kämpfen, weil er ist der God of War. Ramos! Also bleibt er bei den Drachen und kämpft halt weiter, während Gwyn alle Infos über ihn aus der Welt entfernt ist. Deswegen ist er der Nameless. Oh. Ah. Also trotziger Sohn, will die ganze Zeit nur Ackermatch. Verstehe. Check. Genau. Wir sind jetzt auch durch. Sind wir jetzt hier direkt vor dem Kampf vom Nameless. Jetzt einmal hier schnell durchs Gebiet durch. Da werde ich hier links, wenn wir die Glocke läuten, aber der ist wie gesagt der vorletzte Boss, den wir machen. Einfach damit wir mit möglichst Max-Level und allen Waffen gelevelt sowas den machen. Knabe mal teilen. Ansonsten wäre es wohl geil. Gönn dir. Hast du zu trinken? Brauchst du was? Ich brauche tatsächlich gerade nichts. Danke dir. Das ist ja kaum Gelegenheit, bin ich ehrlich. Das letzte, was wir jetzt machen, ist, wir holen uns hier noch, ich glaube, es ist eine Asche, die hier vorne liegt, um die großen Upgrade-Tools zu besorgen. Hast du dich, Ramos? Ich war zu langsam. Ich hätte es haben können, aber ich war zu langsam. Scheiße, Mann. Dieser kleine Schlingel da. Ich hasse ihn. Das ist schon oft passiert. Ich hasse ihn jedes Mal dafür. Ist das crazy. Ja. An dem wir mal vorbeirennen, die Asche grabben und dann schnell... Aber nett, dass sie hier liegen. Ja, ja. Die sehen. Das ist so Tode, da lache ich drüber, weil da glaube ich 15 Sekunden hin, dann bin ich wieder da. Ja, jetzt guckt ihn die jetzt an. Jetzt macht er nichts. Ich hab keinen Bock auf den großen Axtmann. Deswegen gehen wir nochmal raus, Safety first und dann porten wir zur Digga, dieses Filing Shrine. Memory-mäßige, schnell tippende, was man... Dass man schnell aus dem Game rausquitten. Genau. Das ist das Erste, was du lernst. Ja. Schnell aus dem Game rausquitten. Kenne ich aus von allen zwei Sachen. Das eine ist 90s Flexen in Fortnite. Mhm. Da habe ich auch übel Muscle Memory, wie es geht. Und das Zweite ist... Was war nochmal das Zweite? Wo habe ich es noch... Scheiße, eben wusste ich's. Aber auf jeden Fall Fortnite 90s flexen. Ah, in FIFA. Ja. In FIFA Ultimate Team auf dem Transfermarkt, wenn du einen Spieler snipen willst. Das finde ich auch geil. So, warte mal. Ich drücke hier nochmal ein, zwei Seelen. Einfach damit wir auf Nummer sicher gehen. Hier für die Großen. Arc Alt F4. So, die restlichen Seelen verkaufen einfach bei der Omi. Und wir geben ihr die Asche. Jetzt kommt so Final... Genau, jetzt Final Stretch. Ja. Wir geben hier alle Aschen, die wir haben. Das sind drei Stück. Und jetzt ballerst du es auf Max-Level? Auf Level 9, genau. Okay. Und jetzt einmal 11 davon. Ich glaube... Das ist teuer, warte mal. Ich habe eine... Damit habe ich ein Level, dann nochmal 4. Ich glaube 5. Ich glaube, es reicht. Das ist richtig.
bin mir selber nicht mehr so richtig sicher. Oh, 6 wollte ich noch. 6 noch. Ich glaube, das habe ich noch, das Geld. Ich muss sagen, ich glaube, retroperspektivisch hat mir auch der Fight gegen Nameless King am besten gefallen. Einfach so allgemein wie so die als Bossfight, ja. Mhm. Nee, auch er als Boss, das war alles fair irgendwie, fand ich. Aber trotzdem fordernd. Ja, ja. Coole 2 Phasen, eigentlich ja 3 Phasen. Mhm. Weil er selber als Einzelperson hat ja auch nochmal eine 2. Phase. War sehr cooles Gebiet. Allein, dass man in diesem Gebiet, da wie man da erstmal hinkommt und so. Generell das Areal dort fand ich auch sehr schön. Ja. War was sehr Besonderes. Und ich glaube, es war sogar eine Anlehnung an Dark Souls 2. Da gab es ja auch oben dieses Drachengebiet auf diesen Inseln. Ja, genau. Das hat mich krass daran erinnert. Ich glaube, es ist soll wahrscheinlich sogar sein. Das. Ja, ja. Oder Ähnliches, ja. Was irgendwie damit zusammenhängt. So. Split? Habe ich halt gemacht. Also, ja. Machen wir, wenn wir da rausporten aus der Area, dann fertig mit Upgraden. Das war im Prinzip das letzte Mal, dass wir den Firelink Shrine wirklich besuchen. Zum Upgrade zumindest. Oh, Fat Roll. Ist hier am Start, ja. Und jetzt machen wir es auf dem Weg zu den letzten paar. Oh, bitter. Weil der von oben die runterschmeißt, das habe ich nicht gecheckt. Das habe ich nie gecheckt. Für mich sind diese Explosionen auf einmal immer erschienen. So, ich so, hä, was hier für Minenfeld? So. Yo, Chat, jetzt sehen wir mal, was passiert, wenn man hier einfach durchrennt, I guess. Also resettest die. Lass sie wieder das. Ja, wir quitten einmal raus, wenn wir auf der Hälfte sind, damit wir einfach durchlaufen können. Eigentlich hätte ich auch die ganze Zeit so spielen können, weil ich ja das kenne aus anderen Souls-like-Spielen. Aber ist auch dann natürlich nicht richtig. Ja, genau, nimm so ein bisschen einfach auch den. Du willst ja trotzdem, dass es super easy. Du willst ja trotzdem, dass es knackig ist, aber du willst halt mit den Game-Mechanics, die quasi so eine Chill-Tool sind. Stimmt, ja, Dragonslayer Armor kommt jetzt. Die fand ich auch cool. Tatsächlich sehr ähnlich zum Nameless King. Ja, genau. Dragonslayer Armor ist sehr, auch. Sehr, sehr ähnlich. Auch ein sehr schöner Fight, finde ich, zum Lernen für den Speedrun. Einfach weil es auch so ein bisschen so eine Choreografie ist. Warte mal, wieso hast du jetzt den Nameless King eigentlich nicht gemacht? Einfach weil wir noch nicht gelevelt waren und ich finde. Und jetzt macht man erst was anderes. Genau, jetzt macht man erstmal so den Rest, dass man, wie gesagt, mit möglichst Max-Level den am Ende erst fightet. Verstehe. Weil es hat schon ein. So. Aber du warst trotzdem in dem Gebiet, weil... Schon mal, um alles freizuschalten. Ne? Ich habe mir die Aschen geholt, damit ich... damit du die großen damit Dings... Damit ich die Sachen erstmal upgraden kann und allgemein, dass ich schon mal ready bin und später einfach nur hinporten muss. Ja. So, und gegen den war Blitz scheiße, glaube ich. Ja, deswegen war ich hier ein bisschen fucked und habe eine andere Waffe gespielt. Ich habe sogar dieses Frost-Einhorn-Schwert gespielt, was man von diesem Blut bekommt, wenn man bei Sigmund den Fahrstuhl runternimmt. Ja, ja. Den du geskippt hast. Genau. Und da hat er mich mit diesem scheiß Schildschlag übrigens einmal so runtergeschubst hier. Sehr ähnlich zum Nameless King. Ah, genau, falsche Decision. Ja, genau. Ja, ich dachte auch so, okay, wann halt er jetzt? Und es sah so aus, als ob er jetzt eine Zeit lang... Also, das war klasse. Waren noch 2 Hits, die mir da gefehlt haben. Der hätte ich einfach auf Safe spielen sollen. Aber ist okay. Ja, das geht ja. Ich weiß nicht, ob ihr hört, was wir hören. Ich hoffe. Aber die Leute, die trainieren sich gerade die Muttersprache ab, ey. Ja. Naja, anyway. Ja. Was für Sex Life? Huh? Ich war so gerade voll im Fokus, denke so, ja, stell ich mir irgendeine Frage zum Speedrun. Ich so, warte mal. Das war voll wirklich so in Sekunden. Genauso wie bei Kalle, Alter. Wirklich so, hä? Geil. Digga. Professionell im Frontklappenleben, ja. Nichts los bei dir? Bei mir einmal frei. Ja, hier gerade auch vorhin wieder? Ja, vorhin ja auch. Naja, nee, war eher so Geplänkel. Ja, ja. Ein bisschen Spaß haben. Ja, ich habe mal das Gefühl, wir sind die Letzten, die hier streamen, ne? Ja, ja, auf jeden Fall. Also, gestern ja auch, aber Mickey weiß gar nicht, ob der heute da war. Der war heute auf jeden Fall da und der hat irgendwie so einen Sakko aufgetragen. Okay, ja, ich glaube, der hat auch irgend so ein Turnier veranstaltet. Ja, das kann sein. Auf jeden Fall, wir machen hier immer die Spätschicht. Ach, stimmt, Zun macht auch noch Karaoke, glaube ich. Ja, der...
Aber das ist auch ein Hustler, der Junge. Ja, der war gestern schon, hat schön Hand auf Blatt geballert. Wiki Stream Now? Ja, ich sehe da hinten Licht. Ja, okay. So. Aber der kam auch heute sehr spät, glaube ich. Ja, ja. Oder lange Nacht über Licht. Geil, Kevin streamt bei Eintracht Spandau, oder was? Really? Streamt er bei Eintracht Spandau? Ich bin nur einige, Hanipo auch. Okay. Ah, cool. Ja, geil. So. Du bist ja mal die Safety-Route, das habe ich eben nicht gehört, weil ich dachte, ja komm, schaff mal. Aber wir machen ja mal ganz kurz Fahrstuhl. Reset. Jetzt wird hier schön das nochmal hier safe runterspielen zum Ende. Wir haben ja nur 5 Bosse, glaube ich. Wir haben jetzt die Dragonslayer-Armor, die. Prinzen? Ja. Ha? Was los? Marvin, du hast rein? Bist du morgen nochmal da? Nee, Marvin. Kann ich jede Woche. Rein High Five. Marvin, auch nochmal. Komm mal her. Ja, Mann. Ciao, Leon. Ach, schön, schön mit dir. Wir sehen uns eh wieder. Ja, auch rein, Marvin. 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 So ein guter Junge. Ich liebe den Mann. Der hat mir Bescheid gegeben, Chat übrigens. Die sind jetzt gerade dabei, die AI. Wir brauchen nur noch, also Kalle oder Donny. Oder Matteo. Von Kalle habe ich schon das okay, von Matteo auch. Aber, jetzt kommt das Aber, müssten einmal für eine halbe Stunde ins Büro kommen, weil man muss so rechtlich vor Ort mit einer Person die AI oder die KI trainieren. Mm. Irgendwas hatte mir Marvin erklärt. Ja. Damit der, also damit die AI dann mit der Stimme, ich glaube es wird Kalle, Text-to-Speech und so vorliest. Und die Donations und so. Das wird geil. Das wird voll nice. Das wird übel. Die Idee geil. Ist super geil. Das ist übrigens der langsamste Fahrstuhl, den es hier gibt auch. Jo. Du brauchst aber die Jahre, um hier hochzukommen. So das Pine Risen haben wir leider nicht mehr. Das heißt, der Fight wird ein bisschen langatmiger, aber jetzt kommt schnell. Machst du doch nicht Frosty? Kurz Fokus. Was? Klemmt ihr euch heute auch noch die Batterien ab? Ich glaube nicht. Ich bin ja jetzt nicht so Party machen da. Fängst ja aber gut auch ein paar. Aber es ist auch 3 Uhr morgens. Muss man auch mal, auch an die an YouTube, ne? Wir sind ja auch schon wieder seit 9 Stunden live. 2:30 in der Früh. Was natürlich jetzt nicht so. Topform. Genau, einmal Fokus in Chat. Ach, geil, easy. Easy Flat. Es kann sein, dass das Spiel jetzt abstürzt. Das ist tatsächlich normal an der Stelle. Es gibt einen extra Fix, den man nicht runterladen muss. Das Spiel kann an 2 Stellen crashen. Einmal hier und einmal oben bei Bibliothek am Ende. Boah, dieses ganze Lothric Castle. Ja. War also, auch crazy. Also die beiden Bonfires sind aber auch einfach das Dümmste, was ich jemals gesehen habe. Das habe ich auch nicht gecheckt. Nee, ich weiß auch nicht, warum das... Das habe ich legit auch beim Hin- und Herreisen manchmal so, ja. Wo muss ich jetzt hin, was ist das? Das ist auch so ein typisches... Ich glaube, das eine wurde einfach früher eingebaut als das andere und dann wurde es einfach drin behalten. Ja, ja. Wurde gesagt, brauchen wir nicht. Ausnehmen noch. So. Genau, jetzt gehen wir zu den Prinzen hoch. Das ist auch schon einer der letzten Fights. Ich muss kurz überlegen, wo ich lang muss. Jo, das ist er hier, also... Ja, das ist eh der größte Assist. Und da habe ich gecheckt, manchmal auch, dass es in Elden Ring so Anlehnung gab an Situationen aus Dark Souls 3. Zum Beispiel er hier. Es gibt ja diesen Turm in Elden Ring, der dann auch einmal gedreht wird. Ja, genau. Da ist ja auch so ein Fickmagier, ja. Der sich immer weiter weg teleportiert und immer wieder aus der Ferne da Scheiße macht. Jetzt ist einfach nur die letzten 4 Bosse noch clean zu machen, dann bin ich happy. Aber bisher muss ich auch sagen, bis auf den der erste Aschenfürst, wie heißt der nochmal? Mit dem Flammenschwerter und dem Dolch, der so AFK rumstand, wo also wir also hier, der Bisswatcher? Ja, genau.
bis auf den war jetzt kein Bossfight so, dass man irgendwas mega krass abused hat. Genau, oder? Genau. Wie gesagt, das finde ich auch das Geile. Deswegen hat mir Run so viel Spaß gemacht. Ich spiele trotzdem noch das Spiel. Ja. Das ist für mich immer das Wichtigste, dass ich das Spiel trotzdem noch spiele in den Grundzügen. Aber und ist das halt auch einfach so bei Dark Souls 3? Oder gibt es so noch krasse... Hi. Oder gibt es noch so krasse Dinge, die man abusen kann, so durch Glitches oder was weiß ich? Also es gibt auf jeden Fall Kategorien, wo es noch ein bisschen krasser ist. Ich habe ja gemeint, zum Beispiel bei Aldrich kann man ja auch so einen KI-Break machen. Ja. Aber im Großen und Ganzen sind das nicht. Die Fights einfach so. Krass. Also, deswegen war Dark Souls 3 so ein geiles Spiel zu lernen, weil ich habe einfach die Bossfights noch auf eine ganz andere Art und Weise gelernt. True, die Abkürzung gerade beim Drachen auf dem Kopf, ja. Aber die war sogar relativ logisch. Sagen, genau. Das ist ja im Prinzip einfach... ja, der ist geil, oder? Macht der das immer? Das macht er immer. Hier kurz ich einmal raus, damit ich hier nicht das Game crashe. Er yeetet da einfach einmal durch, Alter. Ich weiß nicht, wieso. Ich weiß nicht, ob es in späteren Versionen gepatcht wurde, aber macht es jedes Mal, wenn er oben ankommt, yeetet er da rechts vom Dach runter. Crazy. Und dann eine Flashbang. So. Nee, genau, aber ne, du spielst ja trotzdem noch das Spiel und das ist das Geile irgendwie. Und deswegen macht mir der Run viel Spaß. Deswegen war es auch so geil, es zu lernen. Und ich habe auch... nachdem ich Elden Ring durchgespielt hatte, so einen Level 1 Elden Ring Speedrun auch gelernt. All Remembrances, also mit Malenia trotzdem und so weiter. Und das war halt auch so geil, weil ich habe einfach alle Bosse bekämpft und ich habe jeden Fight einfach neu gelernt mit einer spezifischen Waffe und einer gewissen Vorgabe. Aber ich habe mich irgendwie durchs Game gesippt, wie es halt im Any Percent Run war. Ja. Wo der dann in 7 Minuten durchs Spiel dich durchportest und dann war es das. Bosse das fallen aus der Arena ist raus. Einfach und das crazy, ist crazy, ja. Es ist trotzdem geil. Ich weiß, wie schwer es ist, das zu machen. Das finde ich immer auch geil, wenn ich so einen Speedrun mache. Elden Ring habe ich tatsächlich auch semi-gespeedrun. Also nicht so richtig, sondern die Logik dahinter war, ich habe halt vielen New Game Plus 1, 2 und 3 und so gemacht. Und das habe ich ja alles privat gemacht. Yeah. Und ich habe das gemacht vor allem, um bestimmte Waffen für PvP zweimal zu haben. Mhm. Okay. Und dann habe ich halt irgendwas ausprobiert und dann kam ich auf einen anderen Bild und dann war ich so, ach scheiße, jetzt bin ich ja schon in New Game Plus 2 und hab da was verpasst, jetzt muss ich nochmal doch in 3 gehen. Und ich habe jetzt nicht so einmal rundum alle Items in New Game Plus 1 und dann nochmal in New Game Plus 2 geholt. Und deswegen musste ich auch immer mal wieder nochmal eins weiter, weil mir noch ein Item gefehlt hat, was ich wollte. Um, wie gesagt, Builds auszuprobieren und so. Und deswegen habe ich mir dann irgendwann Speedruns reingezogen. Und quasi zu gucken, und Teil oder Elemente da noch angewandt, ja. So, ich bin hier gerade. Ich glaube, ich kann das benutzen, ja. Wir benutzen einmal hier Golden Pine Resin, auch für die allerletzten Fights machen wir es im Prinzip. Und hier das ist einfach wie das Grasfett steht, nur als Item. Wir haben mehr Stamina Rack. Ja, das benutze ich eigentlich fast bei jedem Boss. So, Dorfric. Hau dir erstmal einen rein. Lorien ist das erstmal, Dorfric ist der andere. Der hier ist einfach, du musst deinen Greed contain. Du machst immer einen Attack, Dodge. Ja. Einen Attack, Dodge. Das waren zwei. Ja, aber da hat er auch inner gehalten. Oh, drüber gestalten. Genau. Kann auch so ein bisschen strafen. Ja. Staggert. Genau, Fastwechsel. Jetzt zaubert er, ne? Genau, da wollen wir anvisieren, damit wir den Portet bekommen, wohin portet. Wir wollen immer auf den Rücken schlagen, weil dann hitten wir beide. Jetzt wird getan. Oh. Sehr gut. Hä? Oh, wow, fast dead. Das war überraschend. Krass, du willst jetzt aber auch wissen. Das ist auch nach dem Teleport. Ah! Oh, der Trade. Lol. Der Trade dass war nach dem Teleport auch immer eine andere Attacke kommt, genau. Die man nicht predikten kann, oder? Nee, du weißt, es gibt, glaube ich, zwei oder drei Attacks. In einer Millisekunde, wo der Flashbang-Teleport auch ist. Das ist ja auch das Ding. Das ist der übelste Flashbang. Und dann musst du wissen, okay, manchmal schlägt er übel schnell zu, manchmal von oben dieses. Ja, genau. Da gibt es gefühlt 5 Attacken, die er da macht. Ich glaube, es sind auch so 3-4 Attacken, die da kommen können. Und dann hast du halt so das Repertoire, okay, entweder muss ich reinrollen, zur Seite rollen oder hoffen, dass er mich trifft. Aber ich finde es gut, dass der Chat schon adaptiert hat, dass es noch nie passiert. bin ich ein großer Fan von. Mach weiter so, Chat. Ist ein First Time. Ja, ja. Ja, und das Ding ist ja auch, was ich auch so cool bei So Runs hier dann finde. Ich meine,
die perfekte Version von dem Run ist ja im Prinzip auch ein No-Death-Run. Das heißt, ich mache ja nicht nur im Prinzip dann einen Speedrun, wenn alles gut läuft, sondern ich mache im Prinzip dann auch gleichzeitig einen No-Death-Run. Ja. Das finde ich dann halt geil, weil man halt quasi so mehr oder weniger Crossover hat aus den beiden Formen. Weil ne, je besser dein Speedrun wird und je optimierter das Ganze wird, desto eher ist es halt auch ein No-Death-Run. Aber da fällt mir auch ein oder auf, du bei DLDU wäre auch schwierig. Ja, bei sowas wie Dark Souls 3 auf jeden Fall. Wobei, No Death ist nochmal trotzdem was anderes, weil ich nutze ja hier trotzdem auch Glitches, um zu dem Stand zu kommen. True. Ja. Wo ich bin. True. Aber auf jeden Fall Erfahrung ist ja trotzdem auch ein großer Faktor. Ja. Und du weißt, welche Items knallen. Ja, ja. Bei dir würde ich dann so ein Fun-Bild erwarten. Ja, genau. Zum Beispiel, ich habe jetzt auch in Dark Souls 1 vor kurzem einen No Death Run gemacht. Weil ich hatte zu, ich glaube DLDU 3 war es, hatte ich auch einen Mage-Run machen wollen, weil ich fand es halt geil, einfach sowas anzubieten. Ja. Matteo wollte mich ja anfangs nicht einladen, weil er immer meinte, ich bin zu krass. Boah, wichtig. Vor allem währenddessen kamen noch die Geschosse reingeflogen. Und deswegen habe ich extra einen Mage-Run gemacht, weil ich das selber auch noch nie gemacht habe. Ich habe für DLDU quasi gelernt, den Mage-Run zu machen. Jetzt habe ich quasi, nachdem ich damals da gestorben war, jetzt vor kurzem den Redemption Run gemacht. Nee, gibt es nicht. Boah. Du kommst da ja nicht so viel hinter ihm, ne? Boah, lol. Das sah nicht richtig aus. Na, ich glaube, ich schaffe den. Fällt da der kleine Wichser runter? Ja. Genau, will ich nicht. Ich weiß, ob ich es schaffe. Ich glaube nicht. Jetzt explodiert es. Mal den schluckst du einfach. Versuche ich ihn jetzt auf den Rücken zu führen. Weil, wie gesagt, wenn ich von hinten angreife. Ja, wenn der Kleine ja tot ist, stirbt dann auch der Große. Ja, genau. Ich weiß gar nicht, wie es bei mir war. Ja, das ist ein Fight vorbei automatisch. Ja, ich glaube, so war es bei mir auch. Genau. So, Second Try immerhin. Oh, das ist immer das geilste Gefühl. Boss geschafft, Split. Genau, jetzt haben wir noch Gandir, Cinder, Nameless. Und den schwersten Boss ganz zum Schluss. Ich würde einmal ganz schnell Pipi machen. Mach's gerne, mach's gerne. Dann laufe ich ja derzeit einfach mal hin und quatsch kurz mit dem Chat. Ja. Ash One. So, wir haben jetzt noch ein paar Seelen hier. Ich glaube, wir haben jetzt alle schon mal parat. Das heißt, wir können hier schon mal alle Dinge auf den Grund platzieren. Dann muss ja hier die Asche von den Fürsten platzieren. Alle, die singen hier Karaoke. Ich weiß nicht, wie viel ihr davon mitbekommt, Chat, aber es ist geil. ODK. Ich brauche ein bisschen eure Believer am Ende, damit wir ODK wirklich schaffen, weil, wie gesagt, das ist einfach der... Nee, warte mal. Das ist nicht passiert, oder? Oh, nee! Okay, ist gut, dass Max... kurz weg ist. Müssen hier nochmal einen kleinen Umweg gehen. Aber es verrat nichts. Wir sagen, das Spiel ist gecrashed, wir müssen nochmal hier neu machen, ja? Ja, ich bin zu früh rausgepostet mit dem Home Mode bauen. Ich war so ein bisschen im Tunnel drin, ne? Ich hab deswegen nicht drauf geachtet. Man muss immer warten, bis dieser Text aufploppt. Blablabla, Air of Fire besiegt. Oh, warte mal, ich hab doch die Seele bekommen, oder? Warte mal. Ich muss mal ganz kurz gucken, ob ich jetzt komplett Banane bin, weil ich jetzt... Nee, ich hab sie! Okay, ist doch alles gut. Ey, ich dreh hier durch. Ich bin seit 10 Uhr auf dieser verdammten LAN. Es ist jetzt gleich 3 Uhr. Okay, ich hab einfach... Anscheinend war irgendwas komisch. Ich stand anscheinend falsch. Aber ich dachte, man macht das so. Ah, ich muss wirklich von unten machen. Okay. Ey, aber lieber so, als dass ich den Bossfight nochmal machen muss. von hier? Irgendwie? Ah, ja, natürlich. Ergibt natürlich mehr Sinn. Ja, das ist gut. So, jetzt bewegt sich die Feuerhüterin hier hin. Das ist herrlich hier. Genau, jetzt müssen wir, glaube ich, interagieren hiermit. Jetzt sind wir hier hinten schon mal beim guten Soul of Cinder. Hilfe? Wo muss ich raus? Ist es nicht hier? Aber ich sehe es actually richtig schlecht nur auf dem Monitor hier. Ich weiß nicht, ob es für euch auch so dunkel ist. Aber es ist sehr schwer zu sehen. Der Gesang ist herrlich, oder? Ist geil.
Also ich kann mir vorstellen, Chat, dass es hiervon vielleicht nochmal eine zweite Version geben wird. Wo wir vielleicht nochmal in einem anderen Umfeld vielleicht nochmal versuchen. Und wo ich vielleicht auch ein bisschen besser bin. So, da bin ich wieder. Ey, Max, was geht? Ach, einiges. Hab gerade witzigerweise auf der Toilette nur eine Person getroffen, und zwar Matteo. Aber es war gut. Also so beim Händewaschen so. Ach ja, du, ja. Hier. So. Ich glaube, hier im ersten Miet ist das, ne? Ja, genau. So, wir gehen jetzt einmal hier Champion Gandia slayen und dann... Da habe ich überhaupt... Also, das muss ich sagen... Ah ne, der Typ erstmal, ja, stimmt. Ich dachte, Endboss kommt jetzt. Ah, ja. Noch nicht ganz. Ja, hab schon gemeint. Mal gucken. Weil, also, ich fand von Dark Souls 3 den Endboss irgendwie übel unsatisfying. Es war irgendwie nicht episch, es war einfach irgend so ein Bot, der sich verwandelt in unterschiedlichen Formen. Aber ich muss sagen, so war der Vibe. So ging es mir auch bei Gwyn damals. Ja? Ja, der war auch jetzt nicht mega krass, aber immerhin mehr als das irgendwie. Von Dark Souls 2 war Endboss krass, fand ich. Ja? Nee, das war gar nicht. Also Endboss war okayisch, aber bei Dark Souls 2 war, glaube ich, der vorletzte Boss richtiger Burner, Leute, wo man sich so runter teleportiert oder so in diese Flammenscheiße und dann gab es die vier Portale, da kamen die ganze Zeit Viecher raus. Das war heftig. Aber Dark Souls 2 Endboss war, naja. Ja, der ist jetzt eigentlich doch genau das gleiche oder ähnlich wie. Ah ja, der Klinger, ja, klar, Parryn. Und haust aber lieber Combo durch, als den einmal zu killen. Genau, mach's mit Damage. Ja. Hoppa. Ja, das ist quasi der wie am Anfang, nur auf Crack. Ja, ja. Oh. Wow, das war eher Tekken. Ja, klar. Oh. Oh. Ah, dann parry ich das gar nicht. Ich bin schön, schönen Abend noch. Ja, nimm dir. Okay. Mach's gut. Alles klar, gute Heimfahrt. Der packt dir die Six. Ja, yeah, Sixer rechts. Muss man ja auch mitnehmen, ne? Für die Familie. Ja, wir fahren heim, darf ja, ich? Ja, da über eine Rolle. So easy. Geil. Ja. Finde ich ganz cool, dass man die halt auch parryen kann. Das macht, finde ich, den Fight auch ganz... Generell, Leute, falls ihr auch von der LAN hier noch zuguckt, ihr könnt jetzt gerne den Thron plündern. Nehmt mit, was ihr tragen könnt. Geil. At this point. Morgen ist Abreisetag. Plündert. War's das Zeug. Du willst vermutlich auch möglichst wenig mitnehmen. Ich glaube, das kann man sogar crazy auf eBay verticken vielleicht inzwischen. Ja, weil wer weiß, wann es kommt. Top-Angebot ist von mir. LOL, jetzt kommen sie hier direkt. Finde ich geil. So. LOL. LOL. Moin. 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 Erstmal so 8 Leute. Ja, ey, aber geil ist hier, darauf gewartet erstmal, dass es gesagt wird. Ey, da habe ich einfach immer nur auf die Lanze gewartet. Und ja, knabe mal, so richtig. Ich find's geil. Aber guck, wie höflich die auch sind, dass die alle Gewalt haben, bis du sagst, ey, ihr dürft. Generell, ich bin so stolz, was meine Community diesbezüglich angeht. Alle super respektvoll im echten Leben. Ja. Ne, so online kann man Hört viel Trash-talken und rummemen und so. Aber ja. Alles gut? Ja. Gut. Ich hab Elden Ring angefangen, ich hab nie zu Ende gespielt. Das heißt, das ist Dark Souls 3. Jo, wir speedrun gerade, beziehungsweise Leon. Das soll noch schlimmer sein, hab ich gehört. Aber das ist eigentlich ganz geil. Nö, ich fand Elden Ring deutlich schwerer. Das Problem ist bei mir bei Elden Ring einfach so, ich hab einfach immer die Anfangswaffen auf dem nächsten Spiel gespielt. Ich kann auch das funktionieren. So, hier machen wir jetzt nochmal. Das hat mich gewonnen-hittet immer. Mhm. Da wusste ich einfach nur, okay, da muss ich wissen, wann schade. Macht er die. Also ich weiß nicht, ob es für dich auch so war im richtigen Run, aber für mich ist es Speedrun, wenn ich Phase 1 geschafft habe, habe ich das Schlimmste hinter mir. Ja, gerne hier nach. Ich würde jetzt ungern das so ausgefallen lassen, weil wir nehmen auch für YouTube auf. Aber im Anschluss gerne, wenn wir hier durch sind. Danke.
Aber ich finde Phase 2 ist halt einfach sehr underwhelming. Du hast irgendwie die Klimmel. Safe. Bei ihm fand ich auch. Es war nur das One-Hit-Combo, wenn du siehst, wann er die ansetzt. Aber ja, ist irgendwie Seele der Asche. Ja, ja. Keine Ahnung, Digga, der hat nicht mal einen Namen. Weißt du, was ja, ich meine? Ja, das ist wirklich. So, und die wenn man das jetzt mit Nameless King vergleicht, von der Aufmachung her, fand ich voll underwhelming. Boah. Lore, zum Lord of Cinder. Weil es keinen richtigen neuen gibt, haben wir die Seele gesammelt und die machen. Okay, jetzt weggespammt von Easy Clap. Easy Clap. So, jetzt kommt hier für mich viele der coolste Fight, Nameless King, zumindest aus dem Main Game. Als vorletzten Boss, aber der schwerste Boss haben wir jetzt halt zum Ende aufgehoben, damit es spannend bleibt, die Kurve da ist, der ODK. Ich hoffe, wir schaffen hier auch noch einen First Try. Digga, ich habe so lange gebraucht, ehe ich gecheckt habe, dass ich auf den Wolken zum Boss muss. Bei unten drunter ist ja auch was. Ja, ja. Ja, aber unten drunter ist ja auch eine Ebene und da ist ja auch ein Tor. Ja, nimm mit. Ah, geil. Moin. Ja. Ja, nimm mit. Es wird geplündert. Hinter mir die Sintflut. So, und gegen den Vogel, genau, habe ich auch gemerkt, war mein Blitz-Zweihänder insane. Aber ich glaube, der kassiert generell ultra viel. Aber Blitz hat vor allem, ne? Aber gegen ihn war dann Blitz nicht so gut, glaube ich. Ich nutze Blitz auch gegen ihn. Also echt? Ja, aber okay. Aber ich mache vor allem einfach, weil es der... Das ist die beste. Ja, das ist die beste. Da kannst du über einen Nacken raten, let's go. Vor allem, ich sage gerade, ich finde es voll cool, so Community immer respektvoll. Ja, ja. Und genau dann kommt ein Typ, stellt sich hinter dich her. Ja, Ellenring habe ich auch mal gespielt. Mit der Anfangswaffe, aber kam man nicht so weit. Und ja, aber war jetzt auch nicht viel. Ja, ja. Das war schon sehr witzig. Oh. Der war auch lattenstramm. Ja, also die orgeln sich hier viel rein in die Rüstung. Kein Plan, ob der stramm war. Ich meine, am Ende des Tages sind ja auch viele Gamer und die wissen, wie es ist. Viele sind auch immer mal ein bisschen eher Introvert oder auch so gerade diese Verbindung mit Influencern. So ein bisschen Aufregung ist auch immer dabei. Ah, Timing habe ich nicht bekommen. Komplett. Oh lol. Weil ich habe mich daran erinnert, ich verwechsel einmal kurz runter. Ich verwechsel mittlerweile ihn und du kennst ja diesen Drachen da von Malikev, der ja auch den Blitz macht und wenn er hoch, der Blitz kommt, kommt der instant auch bei dir. Ja. Und er hat ja den Delay drin. Bei ihm ist Delay, ja. Genau, ich verwechsel das bei beiden immer wieder. Wer was macht. Kein Festkern. Das tut mir in der Seele weh. Ich weiß gar nicht, Chat, wisst ihr noch, wie viele Tries ich bei dem hatte? Wisst ihr es? 5 oder 6? 6? Okay. Aber 6 bei dem ist fand ich solid. Auch voll fallen. Ich glaube, witzigerweise, ich glaube, der Boss mit dem meisten Boden war der Drache, auf den man drauf springt. Glaube ich wirklich. Die K.O. Oh, ja, da kannst du ihm jetzt einschenken. Schön auf den Kopf, ne? Ja, ja. Komm mit dem Kopf her. Bei mir ist er manchmal hochgeflogen und hat Flammenatem gemacht. Ja, aber ja, irgendwie auch dann gegen Ende super selten. Also ich meine nicht den, sondern... aus der Luft. Und ich habe nicht gecheckt, irgendwann halt gar nicht mehr. Es hat auch Sinn, dass du immer so dieses gewisse RNG, was du hier hast, wo Boss dann manche Attacken nicht machen. Auch hier, wenn man gegen Malenia in Eldraine kämpft, wo man dann manche Leute da hat, die nie so ein Waterfall bekommen, Phase 2. Und welche, die irgendwie 5-mal abbekommen, um dann den Kopf zu besiegen. Ich finde auch bei seinen Schwingern, die haben auch immer so ultra delayed gewirkt. Ich kann es gar nicht beschreiben, aber auf jeden Fall
Ja, er führt die halt aus, aber die sind halt gefühlt langsamer als gedacht in der Ausführung. Oh. Schon wieder! Mann! Die gleiche Attacke! Guck dir an, der tritt auf den Boden! Dann bin ich ernst. Vor allem auch so gefühlt eine Kombo vor Schluss. Ja. Echt, durch. Aber ich zieh das durch, Chat. Hier ist 3 Uhr, aber ich zieh das durch. Wenn der Blitz kommt, kann man einfach weggucken, dann trifft er einen nicht. Weggucken? Was? Ha? Hier hört so ab. Ist einfach. Aber ein paar Schießen haben wir noch. Also sind noch bestimmt ein paar hundert Dosen. 200-300 Dosen. Die Optimisten. Und Leon, auch wie surreal. Wir sind auf dem Gamescom-Plan. Leon hier mit seinem heftigen, was ist das, Turtle Beach Controller. Ja, ja. Hier und Claw Grip. Hier schön am Schwitzen. Und Nameless Kid. Im Hintergrund schreien die Leute Karaoke, weil die sich die Muttersprache abgewöhnt haben. Und hier wird übelste Palette, Euro-Palette Knabemalz abgebaut von etlichen. Es ist halt. Es kann sich nicht ausdenken, aber es ist geil. Ja. Wie, jetzt mal so, ist ja auch so ein bisschen jetzt letzter Tag hier mehr oder weniger. Morgen ist ja nur noch so halber Tag. Wie war für dich so, die ganze LAN? So als Erlebnis, als Event? Mega geil. Ist halt genau meine DNA, Alter. Mhm. Ja, ja, nimm mit. Ich meine, du bist ja auch jemand, der hat auch schon dutzende Events, Messen und vor allem auch so nicht Games nur das, auch als Privatperson früher viele LANs. Danke. Schönen Abend noch. Auch privat viele LANs genossen. Ja. So, das ist halt genau meins. Ich habe dann unterm Tisch gerannt. Tatsächlich ist der Nameless King so gecodet, dass die Attacken 1,5 mal langsamer sind. Also du meinst 0,5 mal, um Spiele abzupacken. Okay, ich weiß nicht, ob das der Grund ist, aber ja. Safe. Ja, wie hat es dir gefallen? Für mich ist halt wirklich einfach so ein geiles Posing-Gefühl. Ich fand es so geil, wie respektvoll auch einfach alle Leute, die hier ja, waren. Ja, safe. Also miteinander umgegangen sind. Dass ich auch nie wirklich groß aufgedrängt wurde. Und man einfach auch so vor allem respektiert wird, wenn man sagt, ey, ich brauche gerade vielleicht mal 5 Minuten. Safe. Weil am Ende des Tages ist man ja trotzdem, man ist ja den ganzen Tag zusammen auf der Lade. Das heißt, man sieht sich, man kann das auch später einfach mal easy quatschen. Und man hat dann nicht das Gefühl wie auf der Gamescom zum Beispiel, dass man denkt, ja gut. Max, oh, das ist der schnelle Stoß. Tag einfach gone, wenn ich jetzt nicht ja. quatsche. Ich glaube, es ist auch schwierig, also auf der einen Seite, man will respektvoll sein aus Viewer-Perspektive. Aber auf der anderen Seite hat man hier auch so vielleicht once in a lifetime die Chance, ja, ja, genau. nicht nur mit einem Foto zu machen, sondern mal kurz zu quatschen und so. Kann ich voll nachvollziehen. Und auf der anderen Seite, aus unserer Perspektive ist aber auch so, du hast ja einen Stream am Laufen, da sind ja auch Leute, denen du Beachtung und Aufmerksamkeit schenken möchtest. Und gleichzeitig willst du jetzt hier aber auch nicht alle ablocken. Easy, first try. First try, für die Aufnahme. First, ja. 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 Geil. Das war's, oder? Nee, der Schwesterboss kommt jetzt noch. Was willst du gucken, Max? Hä, hey, wer kommt der, jetzt noch? Wir haben uns den ODK extra für den Schluss aufgehoben. ODK? Ja. Der Old Demon King. Oh! Ja. Deswegen sind wir am Anfang hier runtergegangen. Und haben uns das Bonfire geholt. Damit wir den Kollegen jetzt noch aufs Maul geben können. LOL! Jetzt zum Ende vom Run wird's ernst. Krass. Also kann sein, dass jetzt einfach der Run vorbei ist. Jetzt sehe ich. Das ist das Schlimmste auch am Speedrun von Dark Souls 3. Dass hier kurz vor Ende einfach der Run, oder mit dem letzten Boss quasi der ganze Run sterben kann, weil das ist einfach. Weil das ist halt einfach sauschwer. Als Speedrunner? Oder ja, generell? Nein. Generell. Ich habe mir gefirst tried. Wirklich? Ja. Nee, du lügst. Nein, oder, Chad? Ich glaube, ich habe mir gefirst tried. Nee, du lügst. Nein? First try! Ja. Yeah. Den ODK! Ja. Yeah. Deswegen, ich hatte ihn willst gar nicht mehr... du den mehr. Controller haben, oder? Ja, habe ich. Aber gefühlt, also die Leute waren jetzt auch nicht so hyped danach. Was? Ja, also manche haben auch geschrieben, ja, so schwer ist er nicht. Also deswegen war das für mich jetzt auch gerade wirklich vom Kopf her, okay, ja, der noch. Okay, krass. Und ich wusste jetzt nicht, ob du das sarkastisch meinst. Nee. Ironisch. Nee, nee. Ich meine, das ist legit, dass jetzt der Schwerste noch kommt. Ja. So von wegen eher, ja komm, den frühstücken wir jetzt auch noch weg. Deswegen, man wartet halt deswegen bis ganz zum Schluss. Damit Digga, man das waren wieder so typisch Chat, Alter. Fucking Chat, ey. Aber bei dem habe ich auch Blut und Wasser geschwitzt. Ich habe mich sogar mit Spells noch geheilt gegen ihn. Ehrlich? Ja.
krass. Hey, hat der keine... Achso, jetzt. Ja. Boah, du hast ihm aber schon ordentlich gegeben. Holy shit. Ja, okay, du hast mich verarscht. Ja. Du dumme Scheißsau, Alter. Bitte. Oh, wir haben den Run. Er ist gefinisht. 2 Stunden. Digga, das war ja jetzt auch noch zum Ende bodenlos. Ja. Alles geil, oder? Aber hebt man ihn wirklich bis zum Schluss auf? Ja, das finde ich der letzte. Weil man am Ende, du siehst ja, ich roll über den drüber. Ja, aber das war der Dark Souls 3 Speedrun. Realtime sieht man ja, 2 Stunden 10 waren es. Eben hat man es kurz gesehen, ich gehe mal hier aufs Spiel laden. Genau, was war jetzt Charakterzeit? 1 Stunde 51. Okay. Ja, auch mit ein bisschen Technikkram, wo wir auch in-game waren. Ich würde sagen, so 1 Stunde 50, Pi mal Daumen, haben wir jetzt gebraucht. Ich hoffe, es hat dir gefallen. Ich hoffe, es hat den Leuten gefallen. Sogar noch weniger. Ja, war mega geil. Einfach auch, weil so geiler Showcase, auch das mal zu erklären, weil das gibt es ja eigentlich sehr wenig, wenn gar nicht. Ja, ja, ja. Weil entweder hast du nur so crazy Speedruns. Die nichts sagen, außer... Die nichts sagen. Wirklich, du hast außer, die ganze Zeit die Tastatur nice. Oh, und ganz am Gott. Ende, wenn der Welt hast, oh mein Gott, I ja, did it. Ja, genau. Weil du den ganzen, das ist kein Mikro weil an. Du die ganzen Versuche davor ja gar nicht nachvollziehen kannst. Ja. Also nee, genau, entweder du hast halt das oder halt nichts gefühlt. Ja. So. Deswegen sehr, sehr nice. Hut ab, Leon, auch noch zu der Uhrzeit. Bei unter den Umständen hier auch. Hier kamen auch andauernd Leute rein. Ja, ja. Segelube, Zigarette oder was weiß ich. Aber hast du das wirklich gemacht? Hast du das wirklich mit Matteo? Mit Matteo, wirklich? Ja. Ah, das hat mich sehr gefreut. Wie gesagt, ich hoffe, es hat einfach auch den Leuten Spaß gemacht und die haben ein bisschen was verstanden, was man hier so im Speedrun macht. Und ah, der Controller ist ja wirklich übernice. Der ist geil, ja. Ja. Ich kann ihn nur empfehlen. Dann, ja. Vor allem, Speedruns sind cool. Ja, und schaut bei Bonjour vorbei. Und haben wir einen Twitch-Shoutout mal gemacht, Leute? Stimmt. Ansonsten mache ich es jetzt nochmal. Also, folgt okay, da, freut mich. Folgt da gerne mal rein. Digga. Dashboard. Digga, verfluchte Kacke. Ja, also... Controller-Name bitte. Das ist der Turtle Beach. Ich glaube, Stealth Pro heißt der. Die sind aber euch Partner, ne? Genau, genau. Die sollen mir mal was schicken. Ich sag dir mal Bescheid. Ne, genau. Und. So, ja, dann vielen Dank. Für mich ist immer so ein inneres Blumenpflücken, einfach Leuten so Speedruns zu zeigen und so einfach so ein bisschen so diese obstruse Parallelwelt, die es ja dann auch gibt im Gaming. Gerade was so Hardcore-Sachen angeht, noch mal ein bisschen safe. Eher zugänglicher irgendwie zu machen. Guck mal, und mit den Worten erstmal vielen Dank. Ja. Danke an YouTube. Schaut gern bei Bonjour vorbei. Die haben auch YouTube, aber auch Twitch-Stream. Schaut gern bei mir im Stream vorbei. Beim nächsten Video wahrscheinlich auch wieder im gewohnten Setup. Ja, mit normalem Sound ja. Und so weiter. Also. Tschüssi. Macht's so. Gut. Danke fürs Zuschauen.